Ich begrüße sehr herzlich zum letzten Abend dieser 50. Rauser Literaturtage zum ersten Teil. Äh, diesen Abend können Sie noch drei weitere Preisträger und eine Preisträgerin des Rauser Literaturpreises erleben. Den Beginn macht Peter Stamm. Er wird aus seinem aktuellen Erzählband „Wenn es dunkel wird“ lesen. Am Ende der ersten Erzählung aus diesem Band heißt es: „Es fühlte sich an wie jener Moment.“ wenn man auf der Schaukel nach oben geschwungen ist und für einen Moment lang schwerelos ist und glaubt, davonfliegen zu können, bevor die Schwerkraft überhand nimmt und einen zurückzieht ins Leben. Und wenn man es einfach täte, fragt man sich, nachdem man alle elf Erzählungen gelesen hat, wenn man statt zurückzuschaukeln davonflöge. Dergleichen passiert nämlich in diesen Texten. Ein kurz vor der Pensionierung stehender Angestellter löst sich nach und nach auf. Eine junge Frau wird zur Skulptur, für die sie Modell gestanden ist. Ein Familienvater setzt sich brav in eine Schulbank, um eine Strafaufgabe zu schreiben. Und einer Polizistin geht die Vergangenheit mehr als nur zum Greifen nahe. Peter Stamm erzählt von Kippmomenten, in denen ein auf vermeintlich fixen Bahnen verlaufendes Leben aus den Fugen gerät oder zumindest zu entgleisen droht. Dabei ist dieses Entgleisen für Stamms Figuren nicht unbedingt etwas Schlechtes. Für viele von ihnen passt die Selbstwahrnehmung mit dem, wie andere sie sehen oder wie sie selbst gern von anderen gesehen werden würden, einfach nicht zusammen. In den eben beschriebenen Kippmomenten aber, da entsteht Deckungsgleichheit. Vielleicht gefällt mir der Gedanke, eine andere Seite zu haben, die niemand kennt, Dinge zu tun, die mir keiner zutrauen würde, aber ich kenne keine andere Seite, ich bin sozusagen ein einseitiger Mensch sagte aus dem Berufsleben wie für alle anderen verschwindende Angestellte in der Erzählung Supermond. Am Ende der Geschichte im wahrsten Sinne des Wortes zu entschweben ist da gar keine schlechte Option. Peter Stamm hat ein Gespür für Metamorphosen, für dingliche Veränderungen, die das Bewusstsein selbst in Gang setzt. In seinen Erzählungen zu Christoph Schröder im Deutschlandfunk überlagern sich vermeintlich gegenwärtiges Erleben und Erinnerung. Verschmilzt Peter Stamm Realität, Imagination und Traumsequenzen so subtil und unmerklich, dass daraus ein einziges Bild der Beunruhigung entsteht. Doppelgänger, befremdliche Begegnungen und Gewissheiten, die sich auflösen, kennen wir aber auch aus anderen Texten von Peter Stamm. In seinem Debütroman, für den er 1999 den Raurisser Literaturpreis erhielt, bittet Agnes, die titelgebende Figur, ihren Freund, eine Geschichte über sie zu schreiben. Er tut das mit fatalen Folgen, schreibt Ernst Jandl in der neuen Zürcher Zeitung. Immer mehr ergreift die Erfindung Besitz über die Wirklichkeit. Agnes lebt ihrem literarischen Vorbild nach und der fiktive Autor wächst mehr und mehr in Allmachtsfantasien hinein. Der Frage, wie Literatur aus dem Leben entsteht und wie sie gleichzeitig darauf zurückwirkt, geht Peter Stamm auch in seinem Roman Die sanfte Gleichgültigkeit der Welt nach für den er 2018 mit dem Schweizer Buchpreis ausgezeichnet worden ist. Es ist eine zeitlich versetzte Doppelgängergeschichte, die, wie so oft bei Stamm, mit den Möglichkeiten einer Biografie spielt, die durchspielt, wie alles auch ganz anders verlaufen könnte, wenn die Entscheidung an einem Kipppunkt anders fiele. Das Schwungrad jeder Geschichte von Peter Stamm ist eine Frage. So Alexander auch auf NDR Kultur, und er verwendet dabei ein Zitat von Judith Kuckert, die sie gleich im Anschluss erleben werden, das nämlich am Anfang jeden Erzählens eine Frage steht. Der Mensch, verstrickt in die Gleichförmigkeit seines ganz normalen Lebens wird durch eine plötzlich aufschießende Frage zum Mittelpunkt der Welt. Warum also nicht? Warum nicht hochschaukeln, aber nicht zurück, hochschwingen, schwerelos sein und dann immer geradeaus? Ich freue mich sehr, dass Sie hier sind, Peter Stamm. Ich begrüße ich Sie jetzt sehr herzlich, das hätte ich am Anfang tun sollen. Es freut mich, dass Sie nach Rauris gekommen sind. Wir werden, Sie werden uns die Titelgeschichte, also Wenn es dunkel wird, lesen. Im letzten Jahr hatten wir noch besprochen, dass Sie eine Stelle aus der sanften Gleichgültigkeit der Welt lesen werden, weil die, dieser Band noch nicht erschienen war. Sie wechseln da immer ein bisschen ab zwischen Erzählungen und längeren Formen. Entstehen diese... Erzählungen nebenher oder ist das, wenn ein Roman abgeschlossen ist, dann die kürzere Form oder wie geht es Ja, nebenher klingt mir zu. Na, sowas so war ja, es so nicht gemeint. Klingt flapsig, so habe ich es nicht gemeint. Die ja. sind für mich genauso ja. so, äh, wichtig wie die Romane, aber es ist schon so, dass ich einfach in gewissen Zeiten ja. schreibe ich dann kürzere Sachen mhm. oder manchmal sind es auch Texte, die zu bestimmten Anlässen entstehen. Äh, diese eine Geschichte, die ich lese, ist eigentlich aus der Arbeit für eine Oper entstanden. Also ich Plane mit einer äh, englisch-chinesischen Komponistin eine Oper und in, in diesen ganzen Gesprächen ist dann am Schluss diese Erzählung entstanden, die dann auch zur Oper werden wird, in einer natürlich veränderten Form. Äh, also so manchmal entstehen Texte dann einfach aus dem aus Anlass heraus und irgendwann sind es dann genug und, und werden zu einer Sammlung. Ja, mit nebenher habe ich jetzt eigentlich zeitlich parallel gelernt ja, ja, also klar. nicht so natürlich nicht aber ob sie dann einen zeitraum haben wo sie eher an den kürzeren ja. formen arbeiten und dann wieder eine längere oder gibt es parallel ja, eigentlich das war eigentlich ich die Frage. nicht parallel romane nicht, und okay. ich, mhm. dann bin ich am meisten auf einen text konzentriert mhm. und ja mhm. Mhm. und die anderen texte also weil sie gesagt haben ein, ein anlass also der den Sie lesen werden aus einer Oper. Die anderen Texte, gibt es da so Zündmomente und dann dauert das eine Weile, bis dieser Text entsteht? Oder wie entwickelt sich das dann? Ja, dass ja, Sie wissen, es wird eine Kurzgeschichte oder was anderes? Also, einige gehen ganz weit zurück. Die, die eine Figur ist, ist äh, äh, jemand, den ich 1983 gekannt habe und aus dem ist jetzt eine Erzählung entstanden, aus dieser Begegnung. Und äh, also, zum Teil sind das ganz lange Geschichten. Ähm, es gibt dann einfach den Moment, wo, wo etwas reif ist und dann, und dann entsteht die Geschichte. Und dieser, diese, Tent, also alle Geschichten vereint ja eben dieser Kippmoment, diese, in einer Rezension stand diese Wurmlöcher ins Alltägliche, also wo zwei Sphären, zwei Welten quasi durchlässig werden. Mhm. Ähm, beschäftigt Sie das immer mehr, also das Weggehen vom, vom, oder nicht das große Interesse fürs Realistische in erzählen, sondern ein bisschen in eine andere, äh, Dimension zu gehen damit? Ja, ich, ich habe viel mit Kollegen, auch mit Judith Kuckert, die ja auch hier ist, äh, haben wir viel darüber gesprochen, dass es ja jetzt, dass wir alle so ein bisschen müde sind von, von einem äh, Realismus, einfach einfachen Realismus und alle irgendwie neue Wege suchen, wie, mhm. wie können wir weitergehen. Viele gehen dann ins autobiografische Erzählen, was mich persönlich nie interessiert hat oder was ich auch nicht kann. Und, und dann habe ich diesen Ausweg für mich gefunden, dass, dass ich plötzlich gemerkt habe, ich kann ja einfach... Viel freier mit der Realität umgehen oder eine Realität auch erfinden oder, oder sie brechen. Und, und das macht mir großen Spaß. Ich weiß nicht, ob das jetzt weitergeht so. Mhm. Ich habe gerade einen Roman abgeschlossen, der im Herbst rauskommt. Da ist es jetzt wieder nicht drin, aber mhm. äh, keine Ahnung, wie es weitergeht. Ja, aber prinzipiell ist das Interesse für so. Doppelgänger, Verdopplungen, sei es jetzt in der Lebensgeschichte oder die Literatur. Und das Leben wäre ja schon eine, eine Konstante in, ja, in, in Ihrem es, Werk. Sie haben es ja schon gesagt, in Agnes war das noch mhm. Text und, und reales mhm. Leben. Beim Doppelgänger ist es dann, sind es dann halt reale Doppelgänger. Ja. Aber im Grunde genommen ist es dasselbe Thema. Einfach mhm. diese, diese verschiedenen Möglichkeiten eines Lebens oder auch ähm, die, die, den Einfluss, eben den, den auch Fiktion. Und das sind ja nicht nur Fiktionen auf Papier, sondern auch Fiktionen in unserem Kopf. Also wie beeinflusst das Bild, das ich von mir selbst habe, mich oder, oder beeinflussen meine Bilder von anderen die anderen? Das ist ein Thema, was mich immer, aus welchen Gründen auch immer mhm. beschäftigt hat. Ja, wir hören Sie dann in der Erzählung, Sie haben die Erzählung vorgeschlagen, weil sie auch auf einer Alm, also auch auf einer Alm spielt, glaube ich, das Den war, haben. weil Sie dachten, in die Gegend würde es passen und zeigt eben ganz genau das, was Sie jetzt erzählt haben, wie das funktioniert in Ihren Texten. Mhm. Darf ich Sie bitten, die Erzählung mhm. zu lesen? Sie also spielt in, in einem Gebiet, das heißt im in, in Kanton Schwyz in der Schweiz. Sieht schon ein bisschen anders aus als hier. Das ist ein Karstgebiet. Das Tal ist ganz, ein ganz verwunschenes Tal. Die Leute da im Tal sagen, der Rest der Welt ist Dus, dus also draußen. Das sind die anderen und drinnen sind sie. Mhm. Und da oben gibt es dann diese, diese Hochebene. Auf 2.500 Meter Höhe, ein Karstgebiet riesengroß. Und man kann da eigentlich, es gibt einen Weg dadurch. Wenn man da den falschen Weg erwischt, dann kommt man nicht zurück. Das ist ein ziemlich. Und, und unter diesem ganzen Karst gibt es eine riesige Höhle. Ich glaube, das ist die drittgrößte Höhle der Welt, ein, ein Höhlensystem. Da habe ich auch schon mal eine Geschichte drüber geschrieben. Also das, das Gebiet mhm. lässt mich nicht los. Ja, wenn es dunkel wird. Woran ich mich erinnere. Dass alles noch so war wie damals, dass es drinnen kälter war als draußen, dass es düster war. Nach Stunden im Freien gewöhnten sich meine Augen nur langsam an die Finsternis. Die Feuerstelle mit offenem Kamin, der rohe Holztisch, die Bänke, der Schüttstein, alles alt und abgenutzt. Strom gab es noch immer nicht, auch kein fließendes Wasser. An der Wand hingen an Nägeln Töpfe und Kellen. Eine kleine Axt, ein fast blinder Spiegel, der mein Gesicht so verhärmt aussehen ließ, als sei ich über Nacht Jahrzehnte gealtert. Es gab kaum Vorräte, nur Teigwaren, ein paar Konservendosen, löslichen Kaffee. Wie Irrlichter die leuchtenden Farben des Plastiks: ein rosa Becken, eine blaue Dose Handcreme, eine rote Zahnpastatube, drei Zahnbürsten in verschiedenen Farben, zwei davon für Kinder. Auch die hellgrünen Gummistiefel neben der Tür in Kindergrößen, wie die leuchtend gelben Regenjacken darüber. Zur Linken führte eine Tür in den kleinen Verschlag, das Matratzenlager, in dem ich und mein Bruder geschlafen hatten. Ein winziges, völlig verschmutztes und von Spinnweben verklebtes Fenster. Ein Nest aus Schlafsäcken und Steppdecken, gestrickten Decken und Kissen in karierten Bezügen zwei abgewetzte Stofftiere drängten sich in eine Ecke als seien sie in diesem hintersten Winkel geflohen aus angst vor ich weiß nicht was es roch nach staub und ungewaschenen haaren auf der gegenüberliegenden seite die kleine stube in der die mutter geschlafen hatte ein tisch ein bett ein kanonenofen auf einem brett an der wand bücher über tiere und pflanzen der gegend landkarten und gesellschaftsspiele federn ein paar seltsam geformte steine oder waren es knochen an den Wänden unbeholfene Zeichnungen, die Berge, die Wasserlöcher, die Hütte, eine Spiegelung der Welt, die uns umgab. Rinder und Schafe, Gämsen, Murmeltiere und angedeutete Vögel, eine Frau und zwei Kinder, ein Junge und ein Mädchen vielleicht. Die Zeichnungen waren mit Namen versehen: Luca und Anina. Im Wirtshaus hatte ich zum ersten Mal von der Frau und den Kindern gehört. Niemand hatte sie selbst gesehen. Man wusste nur von dem oder jenem, dass er sie aus der Ferne beobachtet hatte, ihnen beim Schattgarten begegnet sei, in der Nähe der langen Wand, dass am Abend Rauch aus dem Kamin der Silberen Alp gekommen sei, obwohl die Elbler schon vor Wochen in die Rinder ins Tal getrieben hatten. Wer hat sie gesehen, fragte ich. Wer ist ihnen begegnet? Aber niemand erinnerte sich genau. Jäger, Wanderer, der Betschardt Anton? Als ich ihn anrief, wusste er von nichts. Aber auch er hatte von der Frau und den Kindern gehört. Von dem, von wem wusste er nicht mehr. Am nächsten Tag rief ich meinen Chef in Schwyz an, fragte, was zu tun sei, ob ich die Hütte überprüfen solle. Er winkte ab. Die Jäger erzählten viel, wenn der Tag lang sei. Vielleicht sei ihnen der Schnaps in den Kopf gestiegen oder der Nebel. Als ich nach Mitternacht an der Wirtschaft vorbeikam, brannte noch Licht. Ein halbes Dutzend Männer saß da, die geheimnisvolle Frau und ihre Kinder waren immer noch das Gesprächsthema. Vielleicht seien es ja Flüchtlinge, die sich da oben versteckten, sagte einer. Nicht, dass sie erfroren oder verhungerten, sonst hieße es wieder. Eine Frau, die sich von ihrem Mann verstecke, die die Kinder entführt habe, eine aus dem Glarnerland. Dann kamen die Geschichten von jenen, die da oben verschwunden waren über die Jahrzehnte, alte Geschichten, von denen wohl nur die Hälfte wahr war. Die Männer schauten mich an, nur einer nicht, der sagte, in den Raum hinaus, die Polizei müsste halt mal nachschauen. Ins Gesicht gesagt, hätte er es mir nicht. Ich forderte sie auf, nach Hause zu gehen. In einer Viertelstunde will ich hier keinen mehr sehen. Sie murrten herum, sie ließen sich nicht gern von einer Frau herumkommandieren, auch nicht oder erst recht nicht von einer Frau in Uniform. Ich hatte mich im Frühling von meinem Freund getrennt, aus Gründen, die hier nichts zur Sache tun. Wir hatten uns in der Polizeischule kennengelernt und hatten auch danach während der Arbeit so viel miteinander zu tun gehabt, dass ich mich nach der Trennung hierher auf hatte versetzen lassen, möglichst weit weg von ihm, ins Tal, in dem ich die ersten zehn Jahre meiner Kindheit verbracht hatte. Aber das Dorf hatte sich verändert in der Zeit meiner Abwesenheit. Oder vielleicht war ich es, die sich verändert hatte. Jedenfalls fühlte ich mich weniger zu Hause als im Hauptort, wo ich die letzten Jahre gewohnt hatte. An meinem nächsten freien Tag entschloss ich mich, auf, die Silberen Alb nach, auf der Silbernen Alp nachzuschauen, was es mit den Gerüchen auf sich hatte. Ich packte Proviant ein und fuhr mit dem Wagen auf die Passhöhe. Der Weg durch den Karst war anstrengend, aber ich liebe die Wildheit und die Abgeschiedenheit dieses Gebiets, was auch immer hier geschehen ist. Die Landschaft trägt keine Schuld. Sie hat keine Erinnerung, keine Vergangenheit. Sie ist immer nur das, was sie gerade ist, das, was sie immer gewesen ist. Der hellgrau verwitterte Fels wirkt lebendig. Das Wasser hat ihn zu organischen Gebilden geformt, hat Rillen geäzt in den Kalk, Löcher gebildet und Spalten, in denen Farne wachsen, Gras und Alpenrosen. Die Vergangenheit liegt unter dem Karst, dem riesigen Höhlensystem, das sich über Jahrmillionen gebildet hat und von dem erst der kleinste Teil erforscht ist. Auf der Hochebene standen mehrere mannshohe Steinpyramiden wie stille Wächter. Aus der Höchsten ragte ein Kreuz aus rostigem Eisen, als gelt es den, den Berggeistern etwas entgegenzusetzen. In einer Nische der Steinpyramide steckte ein Schwarz, eine schwarze Blechdose und darin ein Gipfelbuch, ein einfaches Ringheft und ein Kugelschreiber. Manche Berggänger hatten nur das Datum und ihre Namen eingetragen, andere die Route, die sie gegangen waren, und einige hatten eine Bemerkung hinzugefügt, wie schön die Landschaft sei, wie schlecht das Wetter, ein liebes Paar hatte seinen Namen eingetragen und ein Herz dazu gezeichnet. Die letzte Eintragung war undatiert, nur ein Name, Thomas. Ich schrieb meinen Namen daneben, verstaute das Heft und ging weiter. Nach vielleicht zwei Stunden sah ich die Alp unter mir. Beim Abstieg kam alles zurück. Die Erinnerung an die langen Sommer, die wir hier oben verbracht hatten, halb verwildert wie Tiere. Wir waren mit der Mutter oben gewesen, hatten die Rinder gehütet, während sich der Vater und die Großeltern im Tal um den Hof gekümmert hatten. Es war, bevor ich zur Schule musste, später in den langen Sommerferien. Ich weiß nicht, wie viele Sommer ich hier verbrachte, in der Erinnerung waren sie alle zu einem einzigen geworden. Die Sonne scheint, es ist heiß, es regnet tagelang, es schneit, Nebel hüllt alles ein, Stürme kommen auf und wir treiben die Rinder in den Stall und hören sie die ganze Nacht unruhig herumgehen, hören den Regen auf dem Blechdach und den Wind, der an den Wänden der Hütte zerrt. Es ist ein kühler Morgen, alles ist nass. Als ich aufstehe sehe ich die Mutter draußen Kräuter sammeln. Gebückt geht sie über die Weiden, den Stock hat sie neben sich ins Gras gelegt. Ich trete vor die Hütte, winke ihr, aber sie scheint mich nicht wahrzunehmen, obwohl es manchmal aussieht, als schaue sie in meine Richtung. Sie trägt ein Kleid, wie es die Bäuerinnen hier immer getragen haben, eine Schürze und schwere Schuhe. Die Hütte war nicht verschlossen. Ich ging hinein und schaute mich um. Ich setzte mich an den Tisch in der Stube und aß den mitgebrachten Proviant. Ich erinnerte mich an die langen Abende, wenn die Mutter uns beim trüben Licht einer Gaslampe Märchen und Sagen erzählte: wie die Minoritinnen dem Teufel eine verlorene Seele abgehandelt und ihm dafür die Silberen verpachteten, wie er das Gebiet mit zwei Feuergäulen umpflügte und so, den, und so der Karst entstand. Und wie der Teufel dann vor Scham und Schrecken über sein Werk im Erdboden versank. Ich weiß noch, wie stolz ich war, dass wir mutiger waren als der Teufel und uns nicht schreckten, hier oben die Sommer zu verbringen. Mein Bruder und ich liebten es, auf der Alp zu sein. Wir waren den ganzen Tag draußen, <laughs> kletterten die Hänge hoch, so geschickt wie die Gämsen, pfiffen wie die Murmeltiere. Wir brachten der Mutter Silberdisteln mit und seltsam geformte Steine. Federn und manchmal Knochen, die wir in den Felsspalten fanden und die schon ganz ausgebleicht und verwittert waren. Wir sammelten Pilze und Heidelbeeren, flochten Kränze aus Farnwedeln und Wollgras und ließen sie auf dem Wasser hinter der Hütte treiben. Wir warfen Steine ins Wasserloch, das so tief war, dass man den Grund nicht sah. Erst wenn es dunkel wurde, gingen wir zurück zur Mutter. Im letzten Sommer, den wir gemeinsam auf der Alp verbrachten, entschloss ich mich, Polizistin zu werden. Als die Beamten kamen, um nach meinem Bruder zu suchen. Ich war erst zehn Jahre alt, aber ich habe nie vergessen, wie die Männer auftauchten, wie sie sich breit machten in der Hütte, sich besprachen, wie sie sich im Gebiet verteilten, in Kolonnen den Karst abgingen, wie die Hunde bellten und ihr Gekläff von den Felswänden widerhallte, stundenlang, tagelang. Aber was im Karst verloren geht, wird nicht wieder gefunden. Ich weiß noch, wie wir in jenem letzten Jahr von der Alp abzogen. Mein Vater und mein Großvater waren mit den Pferden heraufgekommen, um unsere Sachen ins Tal zu bringen. Der Großvater ging voraus, dann folgten die Rinder, dann der Vater, der die Pferde mit den Lasten führte. Zuhinterst gingen meine Mutter und ich. Bevor die Alp endgültig aus unseren Blicken verschwand, drehte die Mutter sich noch einmal um und schaute zurück und stieß einen Laut aus, der etwas Unmenschliches hatte, ein klagendes Stöhnen, das zugleich wie ein Ruf klang, schmerzvoll und ohne Hoffnung auf Erwiderung. Kaum war der Ruf verstummt, war ich nicht sicher, ob ich ihn gehört hatte. Ich saß den ganzen Nachmittag in der Hütte, wartete darauf, dass die Frau und die Kinder auftauchten, aber niemand kam. Draußen waren tief hängende Wolken aufgezogen, für die nächsten Tage war Regen angekündigt, vielleicht würde er in Schnee übergehen. Endlich entschloss ich mich, zurückzugehen, um nicht über Nacht hierbleiben zu müssen, der Weg über den Karst wäre kürzer gewesen, aber die Hochebene war von den Wolken verhüllt. Die Sicht würde schlecht sein dort oben, die Markierungen schwer zu finden. Ich entschloss mich, den weiteren, aber sicheren Weg um den Karst herumzunehmen. Die Hütte lag mitten in einem weiten Talkessel, der von Felsen umringt war. Ich ging über die sumpfigen Weiden, wo das Grün dunkler war, als an den trockenen Hängen durch Felder von spätblühendem Wollgras, das sich im Wind bewegte. Die Seelen der Verstorbenen, hieß es, steckten in den Wollgräsern, und wirklich kamen sie mir vor wie eine Gemeinde von Wesen, die früher hier gelebt hatten und leise flüsterten im Wind, ihre Geschichten erzählten von alten Zeiten, von Krankheiten und Unwettern, von guten und bösen Menschen. Das Gelände wurde steiler, dann kam ich in felsiges Gebiet. Der Nebel wehte den Berg herunter, hüllte mich ein und ließ mich gleich wieder frei, nur um mich erneut einzuhüllen. Ich hätte das Kind von damals sein können, nichts hätte sich verändert. Ich war ein kleines Mädchen, schmutzig und wild, ich trat nach den Steinen, sang vor mich hin, riss Grashalme aus und warf sie nach meinem Bruder. Es war kühl geworden und es war ganz still, nur meine Schritte waren zu hören, mein Atem, das Rascheln meiner Windjacke und dann und wann das Klackern eines Steins, der sich irgendwo gelöst hatte und in die Tiefe rollte. Ich fühlte mich allein, wie man sich nur in den Bergen allein fühlen kann. Als ich stillstand, hörte das Geräusch der Schritte nicht auf. Ich drehte mich um und sah vielleicht hundert Meter hinter mir die Frau, die jetzt ebenfalls stillstand. Sie schien nicht viel älter zu sein als ich, aber sie trug altertümliche Kleidung und hatte einen Stock in der Hand. Als ich mich abwandte und weiterging, hörte ich wieder ihre Schritte und ich drehte mich noch einmal um und sah, dass sie näher gekommen war. Von nun an ging sie immer in derselben Distanz hinter mir her, und obwohl ich vorausging, hatte ich das Gefühl, sie leite mich durch den zunehmend dichter werdenden Nebel zurück. Auf der Passhöhe setzte sich die Frau ohne Umstände auf den Beifahrersitz und ließ sich schweigend ins Tal fahren. Als ich anhielt, stieg sie mit mir aus, warf die Tür des Wagens zu und betrat hinter mir den Posten. Sie erkundigte sich nach der Toilette, nach einem Ort, an dem sie trinken und sich waschen könne. Ich führte sie in die Zelle, die kaum je benutzt wird. Ich ließ die Tür offen stehen. Als sie sich hinlegte, wurde mir zum ersten Mal bewusst, wie unangemessen der Ort war. Viel zu klein für einen Menschen, zu karg. Ein Käfig für ein wildes Tier. Eine hölzerne Pritsche, ein Stuhl, ein Loch statt einer Toilette, ein vergittertes Fenster so hoch oben, dass nur der Himmel zu sehen war. Die Frau lag auf der Pritsche zusammengerollt wie ein Kind. Als ich ihr die Hand auf die Schulter legte, stand sie ohne weiteres auf und folgte mir ins Büro setzte sich mir gegenüber wie ein Spiegelbild. Wo sind die Kinder? fragte ich. Die Zeit eilte, die Kinder waren irgendwo da draußen, Nebel zog auf und bald würde es ganz dunkel sein. Es ging nicht um Schuld oder Unschuld, es ging darum, die Kinder zu retten. Man kann nichts finden, was schon verloren ist. Die Frau schaute mich an zum ersten Mal, schaute sie mir in die Augen. Wo sind die Kinder? Wo sind Luca und Anina? Ich habe keine Kinder mehr, sagte sie. Sie wurden, sie wurden gesehen, sagte ich. Wir haben Hinweise bekommen von Jägern und Wanderern, dass eine Frau und zwei Kinder sich in der Hütte aufhalten, sich in der Gegend bewegen. Ich habe die Kleider der Kinder gesehen, ihre Stiefel, ihre Stofftiere, ihre Zahnbürsten. Ich habe ihre Zeichnungen gesehen. Die Frau lächelte mich an, liebevoll und traurig. Sie schwieg. Ich trat vor den Posten und schaute hoch in Richtung der Passhöhe und sah die Kinder vor mir, wie sie sich an einen Felsen kauerten, um sich vor der Kälte zu schützen, wie sie den Nebeln trotzten, der Stille, der Verlassenheit. Ich denke wie Sie, ich bin ganz wach, erregt, lebe nur in diesem Moment. Ich rufe nach ihnen, sie springen hoch aus ihrem Versteck, rennen mir entgegen, werfen sich mir um den Hals. Sie lachen und ich lache auch vor Erleichterung. Als ich wieder in die Wärme des Postens trat, schämte ich mich. Ich hätte draußen sein sollen, nach den Kindern suchen, die Kinder finden. Wir saßen uns die längste Zeit nur gegenüber. Dann sagte die Frau, es sind immer die Mütter, die den Kindern den Tod wünschen. Sie haben ihnen das Leben geschenkt, dürfen sie es dann nicht zurückverlangen. Es ist immer die Mutter, sagte sie, wenn das Essen nicht reicht, schickt sie den Vater mit den Kindern in den Wald, schickt sie die Kinder alleine in den Wald, damit sie sich verlaufen, damit die Hexe sie verzaubert. Damit die wilden Tiere sie fressen. Ich sagte, es gibt keinen Wald dort oben und auch keine gefährlichen Tiere. Kennst du den Rindlistei? fragte die Frau. Dort kamen früher die kleinen Kinder her. Wer sich eins wünschte, musste um den Stein herumgehen und beten. Wenn man am Stein horcht, kann man noch heute das Weinen der Ungeborenen hören. Ich kann ihn dir zeigen. Die Frau lag wieder auf der Pritsche. Sie war eingeschlafen. Ich deckte sie zu mit einer alten Wolldecke. Ich stellte mir vor, sie sei mein Kind, ich müsse sie behüten, mich um sie kümmern. Ich hatte nie Kinder gewollt, ich hätte die Angst um sie nicht ertragen. Jede Geburt ist ein Todesurteil. Mein Freund hatte das nie verstanden, er hatte vieles nicht verstanden. Die Frau schlief unruhig, murmelte im Schlaf, atmete unregelmäßig. Ich strich ihr das Haar aus der Stirn, ich wollte da sein, wenn sie erwachte. Ich setzte mich auf den Boden der Zelle, er war kalt, aber das machte mir nichts aus. Ich war Kälte gewohnt. Die Zelle schien weniger eng zu sein, jetzt wo wir zu zweit darin waren. Ich lehnte mich an die Wand und schloss die Augen. Ich bin in einer Höhle, es ist stockdunkel, aber wenn ich mich bewege, spüre ich den rauen Fels, der mich umgibt, die Feuchtigkeit, den lehmigen Boden, die losen Steine. Geräusche von Wasser sind zu hören, Tropfen und Plätschern und Fließen und Rauschen aus allen Richtungen. Manchmal ganz nah, manchmal weiter weg. Und dann das Flüstern und Lachen der Kinder. Ich rufe nach ihnen, aber sie scheinen, mir nie, scheinen mich nicht zu hören. Ich folge den Stimmen, stolpere, falle hin. Ich krieche auf allen Vieren über den unebenen Boden. Die Stimmen werden leiser, dann wieder lauter. Manchmal sind sie ganz nah, dann scheinen sie sich zu entfernen. Am Hall errate ich die Größe der Räume. Manche sind weit wie Kathedralen, manche eng, manche lang und schmal. Manchmal scheint es nicht weiter zu gehen. Ich muss mich auf den Bauch legen, um die engsten Stellen kriechen zu überwinden. Aber ich kann die Kinder nicht erreichen. Der Morgen war gnadenlos. Der Nebel war so dicht, dass die Häuser auf der anderen Straßenseite nur schemenhaft zu erkennen waren. Die Fahrbahn war nass. Selbst an den Fenstern hatten sich Wassertropfen gebildet. Ich machte Kaffee und holte Brot beim Bäcker nebenan. Als ich zurückkam, war die Frau aufgestanden. Sie hatte sich bis auf die Unterwäsche ausgezogen und wusch sich in der kleinen Kaffeeküche. Ich konnte den Blick nicht abwenden. Sie war fülliger als ich. Ihr Becken war breit, ihre Brüste schwer, die Achselhöhlen wir hart, die Füße schmutzig, als sei sie viel barfuß gegangen. Sie wirkte in sich gekehrt, fast andächtig, während sie sich wusch. Es sah aus, als vollziehe sie ein Ritual. Ich rief die Einsatzzentrale an, berichtete von meinen Beobachtungen in der Hütte, von den Spuren der Anwesenheit von zwei Kindern, Luca und Anina, von der Frau, die ich aufgegriffen hatte. Der Kollege versprach, Abklärungen zu machen und zurückzurufen. Erst nach dem Mittag klingelte das Telefon. Man hatte den Besitzer der Hütte ausfindig gemacht. Der hatte erklärt, die Sachen gehörten seinen Kindern. Sie hätten sie oben gelassen fürs nächste Jahr. Was es mit der Frau auf sich habe, wisse er nicht, sagte der Kollege, aber es gäbe keinen Grund, sie festzuhalten. Geht es dir besser? fragte er. Ich hängte auf. Die Frau verbrachte den ganzen Tag bei mir auf dem Posten. Die meiste Zeit saß sie auf einem der Sessel im Eingangsbereich, aber wenn jemand kam, zog sie sich in die Zelle zurück, als wolle sie nicht gesehen werden. Nur ihr Stock stand noch da, aber niemand schien ihn zu bemerken. Als ich gegen Abend meine Sachen zusammenpackte, fragte sie, ob sie in der Zelle schlafen dürfe. Sie wisse nicht, wohin sie sonst gehen solle. Ich konnte es ihr nicht verwehren, aber allein lassen konnte ich sie auch nicht. Sie wusch sich in derselben Weise wie am Morgen. Ich tat es ihr gleich und jetzt betrachtete sie mich, wie ich sie betrachtet hatte. Aber ihr Blick war nicht verstohlen wie meiner, sondern selbstbewusst und voller Stolz. Sie lächelte. Die Pritsche war zu schmal für zwei. Komm, sagte sie und öffnete die Arme. Ich legte mich auf sie, spürte ihre Wärme, ihren weichen Körper, ihren Atem an meinem Hals. Ich wurde ganz klein, verkroch mich in ihr, in ihrer Dunkelheit, ihr Stöhnen, ihr keuchender Atem, ihr Schmerz, ihre Lust. Ein Schrei ohne Hoffnung und ohne Erwiderung. Am nächsten Tag kam mein Ex-Freund auf den Posten vorbei. Er wolle nur nach dem Rechten sehen, sagte er. Aber ich wusste, wer ihn geschickt hatte. Ob es mir besser gehe, fragte er, ob es nicht einsam sei, immer hier oben zu sein. Ich musste ihn so schnell wie möglich loswerden, das war mein einziger Gedanke. Trotzdem erzählte ich ihm von der Frau. Ich sei übermüdet, meinte er, ich müsse mich erholen. Der Posten könne auch einen Tag geschlossen bleiben, man rede ohnehin davon, ihn ganz aufzugeben. Er bestand darauf, mich nach Hause zu fahren. Vermutlich dachte er, ich würde ihn auf einen Kaffee heraufbitten. Er stellte den Motor ab und schaute mich an mit einem kläglichen Blick. Ich bedankte mich und sagte, es sei alles in Ordnung. Er brauche sich keine Sorgen zu machen. Kaum war er weg, ging ich zurück auf den Posten. Ich konnte die Frau nicht allein lassen. Sie war immer noch da. Sie saß in der Zelle und lächelte mich an. Ich hatte schon Angst, du würdest auch noch verschwinden, sagte sie. Diese Nacht war noch tiefer als die letzte. Sie gehörte nur uns. Die Frau verriet mir ihren Namen. Jetzt erst erkannte ich sie. Morgen suchen wir deinen Bruder, sagte sie. Es war so neblig, dass ich die Scheibenwäsche einschalten musste. Beim Rütz war die Straße gesperrt. Ein Schild warnte vor Steinschlag. Wir ließen den Wagen zurück und gingen zu Fuß weiter. Auf der Passhöhe verließen wir die Straße und stiegen den Berg hoch. Hier passierten die letzten Bäume, uralte verwachsene Gebilde, dann wuchs nur noch Gras und Farn und niedriges Gebüsch. Schließlich nahm der Fels überhand. Wir mussten in den Karst, obwohl er bei Nebel gefährlich war und tückisch. Wir sahen kaum zehn Meter weit, aber das machte nichts, wenn man sucht, was immer schon verloren war. An manchen Stellen bildete der Karst gefurchte Rücken, die dann plötzlich in tiefe Spalten und Klüfte abfielen, manche so tief, dass man den Grund nicht sah. An anderen Stellen waren nur schmale Grate übrig geblieben, über die wir uns rittlings bewegen mussten. Dann wieder hatten wir steile Wände zu überwinden. Ich ging voraus, kletterte, klammerte mich an den Felsen fest und spürte in der Umarmung das Gewicht des Berges und meine eigene Leichtigkeit. Das Gefühl für Zeit hatte ich längst verloren. Das Licht wurde gestreut, es kam aus keiner bestimmten Richtung, als stehe die Sonne über dem Nebel still. Es konnte Mittag sein oder früher oder später. Ich kann ein kleines Mädchen sein, eine junge oder eine alte Frau, es macht hier oben keinen Unterschied. Irgendwann merke ich, dass nur noch meine Schritte zu hören sind, mein Atmen, das Rascheln meiner Jacke. Ich drehe mich um, die Frau ist verschwunden, ich bin wieder allein. Es ist mein Weg, es ist mein Schicksal, es ist mein Bruder, den ich finden muss. Es ist mein Schrei, den der Nebel verschluckt, meine Klage oder Freude. Meine Lust. Ja. Vielen Dank, Peter Stamm, für die Lesung dieser Erzählung. Ich möchte nochmal anschließen an diese, an diese Landschaft. Mir kommt, also in Ihren Erzählungen ist es ja oft so, dass dieser Kipppunkt im Aufeinandertreffen mit einem anderen passiert, also mit einem Gegenüber. Und da kommt mir vor, ist dieses Gegenüber die Landschaft. Mhm. Ähm, Sie haben mehrfach davon geschrieben, das haben Sie gesagt, auch in weit über das Land kommt, kommt diese Landschaft äh, vor. Mhm. Sie waren ja auch dort öfter, oder was, ja, ja. Haben sie eine, was zieht sie da hin? Sie haben nur gesagt, es lässt sie nicht los, aber was vermuten Sie, was zieht sie da hin? Es ist einfach ein ganz besonderer Ort. Mhm. Normalerweise sind die Berge ja wie hier, so Pyramiden. Mhm. Und da ist dann plötzlich diese, das sieht so aus wie ein, ich weiß auch nicht, so wie ein... ein, ein, ein einen Dom oder so. Und, und, und man sieht den schon von weit her, weil der ganz weiß ist oder so grau, helles Grau und der leuchtet da praktisch aus diesen Bergen heraus. Und, und ich weiß damals, als ich weit über das Land geschrieben habe und praktisch mit meinem Protagonisten davongelaufen bin und nicht wusste, wohin es geht, dann waren wir plötzlich da oben und, und ich habe gedacht, hier muss er hin. Und da stürzt er dann auch ab und mhm. stirbt oder stirbt auch nicht. Und äh, irgendwie hat mich die, die Landschaft nicht losgelassen. Das ist ein ganz besonderer, mhm. wenn, ich, wenn ich Esoteriker wäre, würde ich vermutlich sagen, ein spiritueller Ort oder so. Aber ein besonderer Ort. Ja, wenn Sie jetzt erzählen, Sie erzählen so von der Oberfläche, die weiße Kuppel, aber ich glaube, genauso wichtig ist ja das darunter. Sie haben jetzt gesagt, der stürzt ab oder nicht. Mhm. Es spielt ja auch diese Geschichte ganz kurz an, auf weit über das Land. Und es geht ja sehr viel um die Höhlen darunter, die mhm. da sind. Also auch da ist also diese, diese Doppelung in der Landschaft dann eigentlich mm. bei dieser Erzählung. Ja, ja, das ist natürlich, äh, ich denke, Literatur sollte ja auch immer so ein Höhlensystem mhm. darunter haben. Also mhm. es, es ist vielleicht auch ein Bild dafür, dass das natürlich, oder auch die, die Geschichte, da passiert ja ganz viel unter der Oberfläche. Wir, wir, wissen, wir wissen ja nicht, wer diese Frau ist, mhm. ob es mhm. die Frau überhaupt gibt und wer diese Kinder sind, ob das vielleicht ihr Bruder ist oder was auch immer. Aber das sind so Dinge, die, ja, so wie ein Höhlensystem praktisch unter, mhm. unter der Geschichte laufen. In einer Rezension, das war auf Literaturblatt CH, stand irgendwie, Sie beschreiben da Momente, vor denen wir uns alle irgendwie fürchten, also vor denen wir wüssten, die lauern überall äh, und es sei so beunruhigend. Also ich persönlich habe es gar nicht so beunruhigend empfunden. Diese, wie sehen Sie das? Oder? Nein, würde ich auch nicht. Ja gut, in gewissem Sinn kann man sagen, die, die Wirklichkeit ist immer beunruhigend. Mhm. Also, also natürlich, man, wir können uns, wir werden ja auch äh, dauernd Beruhigt durch, durch die Medien, durch Filme, durch halt diesen ganzen Kitsch, mit dem man uns so äh, praktisch füttert, damit wir, oder den Zucker halt im, im, im Brot. Und, äh, und wenn man sich aber der Realität stellt, ist das zum einen natürlich immer ein bisschen beängstigend, weil, weil man halt nicht geschützt ist, zum anderen natürlich aber auch schön. Es ist ja auch diese Klarheit, die man dann hat. Gerade in, jeder, der in den Bergen unterwegs war, kennt das ja. Auch die Berge sind ja im Grunde immer ein bisschen gefährlich, aber sie sind auch von einer unglaublichen Schönheit. Und man kann eben nicht das eine oder das, ohne das andere haben. Ja, in, in Erzählungen geht es eben oft um diese Kippmomente. In dem Fall ist es ja eigentlich eine furchtbare Sache, um die es geht. Ein Kind <laughs> verschwindet, also wer auch immer das jetzt ist, oder in welchem Verhältnis die, 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 die Hauptfigur dazu steht. Ähm aber trotzdem haben die, also für mich jedenfalls als Leserin, was Versöhnliches, also ohne das jetzt aus dem Weg zu räumen, aber eigentlich das Gegenteil von beunruhigend, sondern am Ende geht es ja den Figuren nicht so schlecht, habe ich den Eindruck. Das habe ich immer behauptet, dass mhm. es in meinen Büchern am Schluss den Leuten immer besser geht als am Anfang. Aber und, und das Besser gehen ist oft auch nur ein, ein, ein etwas erkennen oder in mhm. der Erkenntnis dann auch etwas akzeptieren. Mhm. Und das glaube ich schon auch. Ja, ja, es ist nicht, es ist nicht so eine Dystopie, wo dann, wo dann die ganze Welt untergeht oder so. Nein, im Gegenteil. Ich glaube, ich bin auch eigentlich ein sehr positiver Mensch. Rundschokuet, sage ich dann immer. Bei allen Problemen. oft das nervt die <laughs> man. Nein, aber ich meine, ich habe immer so das Gefühl, es kommt schon irgendwie, es wird schon. Und ich denke, bei meinen Figuren ist es auch so, klar. Äh, ich ich möchte gerne auf, auf Ihr Debüt zurückkommen, auf, auf Agnes das ja nicht das erste Buch war, das Sie geschrieben haben, mhm. aber das erste, das dann veröffentlicht worden ist. Da ist ja oft der Schluss, der bleibt ja offen, was mit dieser Agnes passiert. Also ihr wird eine Geschichte vorausgeschrieben mit einem guten Ende und einem mhm. weniger guten Ende. Was dann tatsächlich passiert, weiß man nicht. Sie haben sich, glaube ich, mit diesem offenen Schluss sehr oft auseinandergesetzt dann in den letzten Jahren. Ja, gut, ich meine, ich denke, für mich ist der offene Schluss das Natürlichste der Welt, weil es gibt ja eigentlich keinen Schluss, außer alle sind tot, wie bei, bei Hamlet oder so, oder aus, alle außer einer. Äh, also eigentlich gehen ja Geschichten, würden immer weitergehen. Man hört halt irgendwo auf, sie zu erzählen, aber von daher finde ich es eigentlich unnatürlich, wenn man einen sogenannten geschlossenen Schluss hat. Ähm es ist immer ein Ausschnitt und, und ich wähle sehr bewusst wo ich anfange, wo ich aufhöre und wie ich mich in diesem Bereich bewege, in, in welche Richtung und meistens geht es ja hin und her. Und, und äh, das sind aber eigentlich meist auch ästhetische Entscheide, die, die Handlungen. Es ist lustig, die Schüler meinen dann immer, so wie beim Fernsehen, die Kinder, man kann praktisch noch so dahinter schauen, aber da ist ja dann eben nichts mehr im Fernsehen und im Buch ist eben auch nichts mehr. In dem Moment, wo der letzte Satz geschrieben ist, gibt es keinen danach und es gibt auch keinen davor. Und diese Figuren, wenn sie dann fragen, lebt sie oder ist sie mhm. wirklich tot, da muss ich sagen, es gibt nur das Buch und was nicht im Buch steht, gibt es nicht. Das ja. sind keine realen Figuren, die irgendwo noch sind und, und jetzt ein Leben führen. Mhm. Nein, ich wollte nämlich genau darauf äh, hinaus. Also, Sie haben sich ja sehr intensiv mit Schülern immer auseinandergesetzt, <laughs> gerade mit Agnes. Und ich habe explizit den Schluss in Agnes gemeint. Mhm. Äh, ich, ich weiß, dass Schüler gern dann einen Schluss hätten. Wie ist es jetzt so oder so? Ja? Was nicht geht mit dem? Äh, Agnes war, ich glaube, sechs Jahre lang sogenanntes Sternchenthema. In Baden-Württemberg, ja. In Baden-Württemberg. Also, das heißt Pflichtlektüre bei der Matura. Es gibt äh, einige Auftritte von Ihnen, also in der Diskussion mit Schülern, die man äh, nachsehen kann. Es gibt, ich weiß nicht, wie weit Sie das verfolgen, es gibt des Sommers Weltliteratur, wo es mit Playmobil-Männchen äh, ja, ja, nachgestellt es ist, also so Literatur reden. to go in, in mhm. ein paar Minuten, äh, Porträts von Ihnen. Wie weit hat Sie das dann, also da haben Sie sich doch intensiv, sehr intensiv mit einem frühen Werk ständig auseinandergesetzt. Mhm. Wie sehr hat Sie das dann beeinflusst und auch hingebracht zur sanften Gleichgültigkeit der Welt? Vielleicht das hat das schon in gewissem Sinn ausgelöst, weil, weil viele Schüler haben dann immer gesagt, zum Beispiel, gibt es eine Fortsetzung mhm. Teil 2, gibt es natürlich nicht. Äh, <laughs> mit andere dem Ende. Frage, warum, ja, warum nicht mal die Geschichte aus der Sicht der Frau erzählen? Es gibt ja. sogar äh, Lehrer, die haben das dann gemacht mit den Schülern, dass sie gesagt haben: erzählt mal die Geschichte aus der Sicht von Agnes. Und, und ich habe dann irgendwann gedacht, ich will natürlich keine Fortsetzung schreiben, aber ich möchte gerne das Thema noch mal mir vornehmen. Und auch wieder: in. Es hat, das neue Buch hat gleich viele Kapitel und, und auch ähm, die, die Art des Schreibens ist ähnlich. Also es ist auch wieder ein. Es hat so fast was, was fast Technisches von der Struktur her und das hat mich noch mal gereizt und irgendwie wollte ich diesmal in Anführungszeichen Agnes gewinnen lassen. Im, im Buch muss man davon ausgehen, dass der Mann gewinnt mhm. und, und das hat, es ist ja nicht Agnes, es ist ja eine andere Figur, aber es ist im Grunde dasselbe Thema und diesmal glaube ich verweigert sich die Frau der Fiktion und dadurch entkommt sie ihm. Im ersten Buch in Agnes nimmt sie die Fiktion an und mhm. man, man weiß es nicht so genau, aber man geht, muss, glaube ich, davon ausgehen, dass sie sich praktisch in, dieses, in diese Fiktion ergibt. Und im neuen Buch sagt irgendwann die Frau einfach, vergiss es, mhm. ich spiele nicht mit. Mhm. Und das war irgendwie schön, das zu schreiben. Auch. Ja. Ich, ich habe sie irgendwie beglückwünscht, die Figur. Ich recht <laughs> hast, weil ich, ich wusste bis zum Schluss nicht, wie es ausgehen wird. Aha. Und... und hatte dann auch schon den Schluss geschrieben und dann habe ich irgendwie gespürt, das ist, das ist noch nicht der Schluss, da kommt noch was. Und dann habe ich noch dieses, was sind es noch, ein, zwei Kapitel geschrieben am Schluss, wo sie ihn einfach stehen lässt und weggeht. Und dann habe ich gewusst, jetzt stimmt es. Also dann geht es für die Figur oder für eine andere ähnliche Figur im zweiten Buch dann gut aus, ja. in jedem Fall. Okay. Äh, Agnes ist ja auch verfilmt worden. Wie, wie ging es Ihnen mit dieser Verfilmung ähm haben Sie die ich, begleitet oder, oder war die am ja, Ende dann äh, da? Begleit, ja, ich war immer so ein bisschen in Kontakt mhm. mit, dem, mit dem Regisseur, aber nicht so, dass ich mich da eingemischt hätte, mhm. weil ich finde immer, das ist ja ein Werk für sich. Und ich will da, wenn ich anfange, da, dem zu sagen, du musst das so und so machen, dann wird sowieso nichts. Und ich finde, er hat es sehr gut gemacht. Er hat sich ziemlich viele Freiheiten genommen, das soll er auch. Und weil das Buch auch schon so lange äh, da war. Hatte ich auch keine Angst, dass irgendwie der Film dem Buch schadet oder so. Mhm. Und von daher war ich dann ganz offen für jede mögliche Interpretation. Es gab auch mindestens fünf oder sechs Theaterversionen, mhm. von denen ich einige gesehen habe. Und es war jedes Mal interessant, wie, wie die Leute damit umgegangen sind, welche Aspekte sie dann irgendwie betont haben. Mhm. Äh, darf ich jetzt noch? Also wir haben jetzt irgendwie gesehen, dass vieles wieder aufgegriffen wird, zum Teil auch Figuren, wenn es nicht die gleichen Figuren sind, in Ihrem neuen Roman, der dann erscheinen wird demnächst, greifen Sie da auch auf was anderes zurück oder ist das völlig was anderes? Irgendwie der Art ist es anders, aber es ist anders, aber wer meine Bücher kennt, wird, wird viele Dinge erkennen, ohne, ohne bestimmten Grund, aber mhm. es, es gibt so, ich glaube, die meisten Autoren haben, das, dass mhm. man so gewisse Schlüsselszenen, dass die immer wieder auftauchen. Ähm, das ist jetzt, das hat keinen bestimmten Zweck oder so. Es mag für Leute, die die anderen Bücher kennen, mag es einen gewissen Wiedererkennungseffekt haben. Vielleicht freuen sie sich, vielleicht mhm. denken sie, der faule Kerl könnte auch mal was Neues schreiben. Aber ich, ich weiß schon, dass ich für meine Übersetzer, werde ich dann wieder so ein Factsheet machen müssen, um ihnen zu sagen, das passt auch mal auf, dass diese Stelle gibt schon in dem, dem und dem Roman. Aber es hat eigentlich keinen, keinen bestimmten Grund. Es ist mir einfach so passiert. Mhm. Der Roman erscheint im, Ende August, im Sommer. Im Sommer. Ja. Ja. Ähm, dann danke ich Ihnen vielmals für dieses Gespräch. Äh, ich bin schon sehr gespannt auf den neuen Roman. Titel darf man denn schon verraten? Äh, ich glaube schon. Das heißt: Das Archiv der Gefühle heißt er. Ja. Ah, ja. <lacht> sehr <lacht> viel Besprechen. Ja, ja, ja. Das war nicht meine erste Idee. Aber Jetzt schließe ich aber doch noch eine Frage an zu Ihren Titeln, nämlich ähm, Agnes war die titelgebende Figur. Wie lange brauchen Sie, dass Sie einen Titel finden, wenn Sie das... Bei Agnes, Agnes war ja von Anfang an da, aber, aber bei den meisten meiner Bücher inzwischen dauert es fast zu so lange, wie das Buch zu schreiben. Nein, stimmt nicht, mhm. aber es ist jedes Mal mühsam. Ich suche nicht gern Titel. Der Titel ist für mich nicht wirklich Teil des Buches und darum ist es so wie was aufgeklebtes. Und es ist jedes Mal mühsam und, und schwierig. und... Ja. Und die Titelbilder, weil jetzt, wo ich es gerade in der Hand habe, das ist ja von damals noch ausraurig sogar dieses äh, Buch. Äh, es ist ein Bild von, von Soirat drauf und ich weiß, es hätte vorher ein anderes sein sollen. Äh, hier ist dann. Ähm ein surrealistisches Bild drauf. Wie mhm. wichtig ist für Sie das Bild? Sie greifen es in manchen Ihren Texten ja auch auf. Also im Marcia aus Vermont kommt die Fotografie zum Beispiel ganz stark vor. Ja ja. Wie wichtig ist das auch für Ihre Texte, das das Bildhafte? Schon wichtig. Ich habe auch viele Freunde, die Künstler sind oder Fotografen. Mhm. Also es, die sind mir auch sehr nah. Also ich spreche oft mit mit Künstlern auch über über die Arbeit und wir sind uns eigentlich. Äh, wir können sehr gut miteinander auch über über Technik auch sprechen und. Ähm, ja, es ist mir einfach wichtig. Und, und natürlich, aber es ist natürlich, Titelbilder haben ja auch diesen Marktaspekt. Ja, also es, ja. Da geht es auch einfach drum und da müssen dann auch die Verlage mitreden. Äh, was gut ankommt, das weiß ich. Also damals bei Agnes waren es schlussendlich die Buchhändler, mhm. die gesagt haben: mit dem T Titelbild können wir es nicht verkaufen. Und dann haben wir den Syrah genommen, mhm. der auch im Buch vorkommt. Mhm, mh, mh, mh. Dann bedanke ich mich jetzt mhm. wirklich und schieße okay. keine Frage mehr nach. Vielen Dank für Ihre Lesung, äh, vielen Dank fürs Gespräch äh, und ich freue mich auf den neuen Roman. Danke. Und bedanke mich bei Ihnen fürs Zusehen und es geht gleich weiter mit Judith Kuckert. Meine sehr geehrten Damen und Herren, in der Reihe der Gespräche und Lesungen bei den Rauriser Literaturtagen mit Preisträgerinnen und Preisträgern der vergangenen 50 Jahre freue ich mich jetzt sehr, Judith Kuckert begrüßen zu können. Sie hat für einen Roman den Rauriser Literaturpreis bekommen, der mich schon immer besonders interessiert hat, denn das ist ein Buch, das mit Politischen, historischen Inhalten zu tun hat, aber nicht nur die einfach auf platte Art zu einem historischen Roman formt, sondern auf hochkünstlerische Weise mit einem Thema umgeht, das damals, Anfang der 90er Jahre, der Literaturpreis wurde 1991 zuerkannt, in Deutschland noch einen ganz anderen Stellenwert hatte als heute, nämlich der Geschichte der Rote Armee-Fraktion, des Terrorismus, wie man damals das genannt hat. Das Buch hieß, heißt, ist ja neu erschienen: Wahl der Waffen. Das war eigentlich ein Titel, den man damals vom Kino her kannte. Es gab einen Film mit Gerard ja. Depardieu, das hat aber damit eigentlich wenig zu tun. Und es ist die Geschichte einer Frau, berichtet aus der Perspektive einer jüngeren Frau, also einer anderen Generation, wenn man so will. Sie haben es im Rückblick auf das Buch dann so beschrieben, die eine ist ein Kind des Krieges, der Nachkriegszeit des Kalten Krieges, die andere ist ein Kind des Wirtschaftswunders genau. in der Bundesrepublik. Und diese Terroristin, die eben eine außer parlamentarische und dann gegen den Staat mit Waffengewalt gerichtete Karriere gemacht hat, ist ums Leben gekommen und jetzt wird diese Biografie, und das interessiert mich dann auch besonders daran, rekonstruiert. Wenn Sie jetzt zurückblicken ja. auf die damalige Zeit, Sie schreiben ja auch ein Nachwort zu dieser Neuauflage, das ist ein anderes Deutschland, das ist ein anderer Umgang mit dieser Geschichte, was hat sich für Sie verändert mit dem Blick darauf? Also, ich sag mal, was sich nicht verändert hat, mhm. das ist nämlich einfacher geblieben, ja. ist glaube ich die Suchbewegung, weil diese Frau, die damals ähm, angeblich im Libanon ums Leben gekommen ist, ist noch mal auf der Verhandlungsliste wieder aufgetaucht. Also mhm. den Namen kam ist Ingrid Siebmann, mhm. ähm, die bekannteste Bankräuberin in den 80er, ja. in den 70er Jahren gewesen. Das ist jetzt das reale Vorbild. Genau, das, das reale Jette Vorbild. Genau. Sie und hier, sie kommt, ne? Jette, und genau. wir kommen aus dem gleichen Ort. Und sie mhm. ist in der Zeit, ähm, als meine Eltern noch ziemlich wild waren, die, das Mädchen gewesen, das auf mich aufgepasst hat. Also mhm. so eine Identifikationsfigur. Ja. Ähm, und äh, es hat sich eigentlich im Verhältnis zu dieser Figur nicht so viel verändert, weil ähm, das eigentlich, ich denke, es ist ein ewiges Thema. Hätte Jette damals Schauspielerin werden lassen, mhm. hätte sie zum Theater gehen dürfen und all diese verbotenen Energien ausleben dürfen, die so kleine Mädchen in so einer Provinzstadt haben, wäre sie vielleicht nie bei der RAF gelandet. Mhm. Das also ist es ist mehr geblieben, als dass etwas verändert ja. hat. Ja. Das war jetzt sozusagen ein bisschen auch der Blick, den Sie selber drauf werfen hinten mm. im Buch. Also in diesem Nachwort gibt es natürlich schon auch das Zitat, ich glaube, es ist ein Polizist, der dann sagt: Ach, unsere lieben Terroristen. Also der, der offensichtlich, ja. ich kann mich noch gut erinnern, als ich studiert habe, das war die Zeit des Deutschen Herbstes, wie man gesagt hat, nicht? also 78, 79, wo man hoch aufgeregt bis hysterisch war im Umgang mit dem Phänomen außerparlamentarischer Opposition mhm. beziehungsweise gewalttätiger Aktionen gegen den Staat. Das ist inzwischen historisch geworden. Das heißt also, das ja. Phänomen... Und es gibt jetzt einen ganz anderen Terrorismus. Ja, genau. Ja, klar. Aber diese, ja. diese mhm. Form und auch die Reaktion des Staates, die mhm. ist aus der Distanz zu betrachten. Ja. Und darauf nehmen Sie ja in diesem Nachwort Bezug. Das stimmt, ja. ja. Mhm. Es hat sich nur dieses Grundverhältnis hat sich nicht geändert. Mhm. Das... Ja. Das wollte ich damit sagen. Ja. Was an dem Buch auch faszinierend ist, ist ich habe schon angedeutet, das ist jetzt nicht eine historische oder vielleicht sogar dokumentarische Darstellung der Ereignisse, der politischen Situation, einer Biografie. Nein, diese Biografie wird in einer Weise erzählt, dass die Recherche, die Suche nach der Figur eigentlich Teil des Buches ist, und zwar der wichtigste Teil des Buches. Es gibt ganz vorne einen ganz tollen Satz, den ich einfach zitieren möchte. Was habe ich im Leben der anderen zu suchen, in das ich nicht hereingebeten wurde? Das heißt, da nähert sich jemand einer anderen Person an, die sie natürlich irgendwie kennt, ja. aus der Vergangenheit, aber aus der ganz was anderes geworden ist als das, woran sie sich erinnert. Und sie hat die ganze Zeit darüber nachzudenken, ob ihre Erinnerungen stimmen, ob die Annäherungen stimmen, ob die zulässig sind, ob das eigentlich nur alles Konstruktion ist, ob sie also diesem Phänomen dieser Lebensgeschichte, dieser Biografie überhaupt nahe kommen. Ja, aber darüber würde ich zum Beispiel heute anders nachdenken, mhm, ja. weil ähm, das hat aber, glaube ich, wieder was mit dem letzten Roman zu ja. tun. Ähm, Damals war ich, glaube ich, also auch auf, aufgrund der Umstände, ähm, was Sie gesagt haben, RAF, Hysterie mhm. und dann mhm. diese auslaufenden Wellen dann noch bis, bis 89. Mhm. Ähm, heute würde ich sagen, Erinnern und Erleben liegen so dicht beieinander. Ja. Und in dem Moment, wo ich mir rausnehme, ähm, Fakten in Fiktion zu verwandeln, kann ich auch mit dem Thema RAF so umgehen? Also, mhm. ich habe diese, das ist gut, dass Sie jetzt darüber sprechen. Also, da ist so ein seltsamer ähm, Respekt, sei es vor Jette oder sei es ein Respekt vor den Erinnerungen oder den Lebensweisen anderer. Wem gehören die Erinnerungen? Mhm. Das hat sich sehr verändert, weil ich denke, ähm, Jette, Jettes Erinnerungen gehören nicht nur Jette, sondern auch mir. Mhm. Und meine Erinnerungen gehören mittlerweile auch ganz vielen anderen Leuten. Mhm. Darüber muss man, glaube ich, mittlerweile reden. Yeah, ne? yeah. Ja. Damit haben Sie mir schon das Stichwort zum neuen Buch gegeben, über das wir ja sprechen wollen. Das heißt, kein Sturm, nur Wetter. Und da geht es ganz stark um dieses Thema, was die Entstehungsgeschichte dieses Buches anbelangt und überhaupt die Umstände, die hauptsächlichen Aspekte des Buches. Das muss ich Ihnen jetzt sagen, meine Damen und Herren. Da gab es im letzten Jahr schon ein studentisches Gespräch mit der ja. Universität Innsbruck. Das Sehr war faszinierend. Schön Gespräch, ja, fand ja. ich auch. Die haben einen Film gemacht und dieser Film ist auf YouTube in einer... Operation mit dem Literaturhaus Berlin zugänglich. Wir haben den verlinkt. Also auf unserer Website können Sie diesen Film anschauen. Und er war für mich natürlich auch ein interessanter Zugang zu dem Buch, nachdem ich es gelesen hatte und Sie dann auch erzählt haben, zum Beispiel, wie das entstanden ist. In dem Buch selber gibt es Szenen, die haben viel mit Wissenschaft zu tun, aber mit einer Wissenschaft, mhm. bei der man äh, auch ein bisschen entsetzt ist, wie sie läuft, nämlich eben mit der Erforschung des Gehirns, Neurobiologie. Man sieht zum Beispiel oder man bekommt erzählt, wie Mäusen der Kopf abgeschnitten wird, da, weil das Gehirn noch einige Zeit lebt und, man, Stunden, ja, ja. und man dadurch äh, Studien betreiben kann, wie... Das Gehirn funktioniert, wie Erinnerung funktioniert und so weiter. Und Sie haben in diesem Video erzählt, dass Sie eigentlich von dieser wissenschaftlichen Zugangsweise auf das Projekt zugekommen sind, aber dass sich natürlich etwas ganz anderes daraus entwickelt hat. Mhm. Das war ja eine Art äh, Stipendium, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Ja, das habe. war ein ja? Stipendium mhm. für zehn Schriftsteller. Es gab drei Frauen und sieben Männer. Das mhm. sage ich ohne Vorwurf, aber es war so. Und. Mhm. Ähm, und wir wurden eigentlich geschickt in die, ähm, nicht meine Formulierung, in die harten Wissenschaften, mhm. um zu schauen, ob durch die Sprache, die wir verwenden, wenn wir versuchen, die Vorgänge dort zu beschreiben, ob dann, ob diesen Vorgängen so ein metaphysischer Aspekt abzuringen mhm. ist. Und da waren so ähm, Tim Parks war dabei ja. und ah. Daniel Kehlmann mhm. ja. und ähm, also auch Leute, die so ein bisschen mehr naturwissenschaftliche mhm. Vorbildung hatten als ich. Also da war ich eigentlich wie für Jungfrau zum Kind dazugekommen. Und, ähm, und dann habe ich mir ausgesucht ähm, Neurobiologie, weil ich mhm. dachte, na ja, das hat natürlich schon was mit Gehirnforschung zu tun, aber es hat vielleicht auch mit der Suche nach dem Ich mhm. zu tun. Und da gibt es vielleicht auch ein Vokabular, das ich verstehen kann und wo ich mich ein einklinken kann. Mhm. Und dann bin ich bei einer sehr schönen Biologin, Hannah Monnier, die aussieht wie eine Tänzerin gelandet mhm. und ähm, habe da ziemlich lange in diesem Labor mit, wie nennt man das, Zaungast, habe ich sein ja. dürfen. Ja. Mhm. Aber der Zaungast hat sich dann doch sehr intensiv mit... Dem, was hinter dem ja. Zaun an wissenschaftlichen genau. Vorgängen passiert, ist auseinandergesetzt, ja. wie man auch dem Buch anmerkt. Es ist allerdings eine ganz andere Geschichte daraus geworden. Das klingt ja jetzt sehr theoretisch und fast nach Essay oder nach ja, das war auch fast das Science Fiction. Ne? Ja, das war aber auch das Schwierigste an der ja. Sache. Also, alles, was sich da an Wissen, was sich an Wissen bei mir aufgestaut hatte, dann wieder mhm. in eine Form zu bringen, dass die Leute nicht nach einer halben Seite, ja. wenn, wenn dieser wissenschaftliche Aspekt hineinkommt, ähm, mhm. das Buch zuklappen und sagen, das war's. Mhm. Also habe ich versucht, das Extrem mit meinen Mitteln zu verweben, mhm. mit der Geschichte dieser Frau und mhm. im Grunde auch mit der ähm, Recherche nach einer verlorenen Zeit und mhm. wo sind meine Erinnerungen, wenn ich sie nicht habe. Mhm. Also das war eigentlich dieser, dieser Ansatzpunkt. Mhm. Ne? Das ist eben die Geschichte einer Frau, wie Sie ja. es angedeutet haben. Das Buch beginnt auf dem Flughafen Tegel. Den es ja auch nicht mehr gibt. Ich wollte gerade sagen, <laughs> eine Hommage. Mhm. Äh, die Zeiten ja. vergehen und äh, alles wird Erinnerung und alles wird Rückblick. Sieht man auch mhm. daran. Aber da geht es um ganz was anderes. Sie, sie beobachtet dort einen Mann, der sie fasziniert, über den wir dann ja auch sprechen werden. Und in dem Buch wird dann im Verlauf einer Woche so etwas wie ein verschränkter verflochtener Rückblick auf ihre verflossenen Liebesgeschichten auf die Männer mit denen sie Beziehungen unterhalten hat geworfen, wobei die Zahl 36 eine große Rolle spielt. Ja. Auch andere Zahlen, darüber können wir dann vielleicht auch noch reden und diese Erinnerungen, da sind wir jetzt wieder beim Thema, nicht? Also die bilden so etwas wie den Rückblick auch auf ein zum Teil nicht gelebtes Leben wird man wohl sagen müssen. Das haben wir aber alle. Das haben wir alle, das also insofern alle. ist das ja so schön anschließbar. Und bevor wir da weiterreden, würde ich Sie jetzt einfach bitten, den Anfang zu lesen, denn mhm. dann kommen wir vielleicht dadurch ins Gespräch und reden auch über die Gut. Themen, die das Buch so interessant machen. Dann reden wir noch darüber, warum das war, was ich mit der 36 im Sinn habe. Ne? Das möchte ich gerne tun, ja. Ja, ich überlege mir jetzt die Antwort, während ich okay. lese. Okay. Also kein Sturm, nur Wetter heißt das Buch und ähm, beginnt den Tegel. Wohin fliegen Sie? Ich fliege gar nicht und Sie? Sibirien sagt er, darf ich mich setzen? Sibirien wiederholt sie und denkt, mein Gott, ist der jung. Sie hat sich im vergangenen Herbst angewöhnt, regelmäßig zum Flughafen Tegel zu fahren, am liebsten am Wochenende. Das sind die leichteren Tage. Wenn sie Glück hat, ist auch der Tisch, den sie ihren Tisch nennt, im Café der Abflughalle frei. Sobald die ersten Ab Abendflüge angezeigt werden, holt sie sich am Tresen ein kleines Pilz. Auch heute wird sie hier sitzen, bis ein letzter Bus zurück in die Stadt fährt. Ein länglicher Hund läuft an diesem frühen Sonntagabend vorbei, ein Hund wie eine Wurst mit Kopf. Er zerrt einen kleinen Mann hinter sich her. Gestern, als sie heimgefahren ist, hat hinter dem Busfahrer eine Frau mit Spitzenhandschuhen gesessen und leise nach vorn geredet. Ob die Frau nach Dienstschluss mit dem Fahrer nach Hause gehen und dort die Spitzenhandschuhe ausziehen wird, hat sie sich beim Aussteigen gefragt. Eingangshalle Flughafen Tegel. Auf der Anzeige für Ankunft und Abflug verändern Städtenamen, Flugnummern, Uhrzeiten und Gates unermüdlich ihre Position. Früher hat den Vorgang ein Klackern hörbar begleitet. Jetzt ist er digitalisiert und stumm. Der Flieger nach Zürich hat seine Position zu Oberst verlassen und ist auf dem Weg in den Himmel über Berlin. Darf ich Ihnen noch etwas zu trinken bestellen? Sie, Sie sieht in die blauen Augen des Mannes, der gleich nach Sibirien fliegen wird. Sie sind blau wie die Karos seines Flanellhemds. Mit seinen großen Händen kann er sicher Kabel verlegen und Apfelbäume längs der sonnenbeschienenen Gartenmauer überreden, im Spalier zu wachsen. Wahrscheinlich fährt er einen alten Kombi, mit dem er seine Frau, zwei oder drei Kinder und einen großen Hund transportiert und die Bierkästen vom Getränkemarkt auch falls er nicht gerade auf Reisen ist. Wahrscheinlich ist er auch ein guter Liebhaber, still und herzlich und immun gegen die ganz großen Gefühle. Er sieht aus, als sei er leicht glücklich zu machen, aber auch genauso leicht zu deprimieren. Sie beneidet seine Frau, ob er überhaupt verheiratet ist. Eigentlich braucht so einer eine Ehefrau erst ab 50, damit er nicht zu oft allein ist. Wenige Male ist sie nach einem ihrer Ausflüge zum Flughafen Tegel mit einem Fremden in die Stadt zurückgefahren, ist nicht in den Schnellbus, sondern in ein Taxi zu irgendeinem Hotel gestiegen. Sie hat an der Bar mit dem Fremden noch etwas getrunken, einen Whisky oder zwei, bis das Bedürfnis, einander über die Atemgrenze hinweg näher zu kommen, verstummte. Wenigstens bei ihr. Die Regel ist einfach. Das Verlangen entsteht aus dem Nichts. Wenn sie ihm keine Beachtung schenkt, verschwindet es so unberechenbar und schnell, wie es gekommen ist. Je älter sie wird, desto leichter fällt es, sie einzuhalten, die Regel. So endeten die Abende bisher immer mit einem 1 zu 0 für sie, ohne eine Verlängerung in die Nacht hinein. Ich fliege mit der letzten Maschine nach Moskau, sagt er, zieht seine Jacke aus und hängt sie über die Rückenlehne des Barhockers. Morgen früh um sechs muss ich weiter mit einem Inlandsflug nach Wladiwostok, dann nach Nowosibirsk und Chabarowsk. Samstagmorgen bin ich zurück. Aus Chabarowsk bei China, fragt sie, die Frauen dort sollen ja alle BWL studieren und sehr enge Röcke tragen, stimmt das? Sie schaut seinen Wirbel über der Stirn an, die Augen, die dunklen Wimpern und wieder die Hände. Früher einmal hat sie sich trotz hässlicher Hände verliebt, weil die Männer dazu auf ihnen laufen konnten. Als er vom Barhocker aufsteht, sucht sie mit den Augen das Jackett nach Hundehaaren ab. Können Sie eigentlich auf den Händen laufen? fragt sie, als er mit dem kleinen Pilz für sie und dem großen für sich zurückkommt. Nein. <laughs> Dafür bin ich zu alt. Wie alt sind Sie denn? 36. Und Sie? Nee, ich habe morgen Geburtstag, sagt sie, aber das ist eine glatte Lüge. Er lächelt und schaut einer Frau in einem dünnen grauen Mantel hinterher, bis sie beim Ausgang des Terminals C verschwindet. Und wie heißen Sie? fragt er und schaut sie an, als käme er aus einem Traum, der einfach abgerissen ist. Ich? Sie heißen ich? Er wischt über die Fläche seines Hockers und setzt sich erst dann. In dem kurzen Moment, den er fortgewesen ist, sind auf dem leeren Platz lauter kleine Vögel zusammengeflogen. Ich laufe zwar nicht auf den Händen, sagt er, aber ich kann damit als deutsche Fachkraft Kompressoren installieren, die angeblich die besten der Welt sind. Ich reise von Ölraffinerie zu Ölraffinerie. In Chabarowsk bin ich in letzter Zeit häufiger immer im gleichen Hotel mit Blick auf den Amur. Amur, der Fluss? Ja. Sie schaut zum Ausgang des Terminals C, wo die Frau in dem dünnen grauen Mantel verschwunden ist. Sind Sie dort gerne im Hotel? Ja. Und das Land? Wie ist das so? Da? Noch ein Stück? Möchten Sie noch ein Stück hören? gerne aber vielleicht sprechen wir dazwischen mal oder und ja, sie es anschließen ja 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 das können wir machen wir mir die Zahl Stelle. 36 haben sie sich schon überlegt warum sie die Zahl 36 <laughs> gewählt haben oder soll ich später fragen äh, also es ist keine magische Zahl es ja. ist einfach ich habe mir da auch gar nicht so viel überlegt ehrlich gesagt mhm. es ist einfach die Frau lernt immer die Männer kennen wenn die Männer 36 sind, mhm. als sie den ersten 36-Jährigen, ne? als sie 18, ja. mhm. da lernt sie einen 36-Jährigen kennen. Als sie 36 ist, Überraschung, lernt sie einen 36-Jährigen mhm. kennen. Und wenn sie 54 ist, ja. lernt sie wieder einen 36-Jährigen kennen, der dann laut gesellschaftlicher Konvention natürlich ein ganzes mhm. Stück zu jung ist für sie. Ja, ja und aber. Die Liebe fällt halt, wohin sie will. Mhm. Aber es ist irgendwie so etwas wie, wie eine Art Strukturierungselement. nicht? Also ja. Wenn man bestimmte Zahlen ja. nimmt, dann ergibt das ja auch ein Spielmodell und dann werden unterschiedliche Beziehungskonstellationen erprobt. Das eine sie sehr viel jünger und das dritte eben sie deutlich ja. älter. Mhm. Ja. Ja. Es gibt in dem Text ein paar Sätze, die das haben sie auch den Innsbruckerinnen und Innsbruckern gesagt für sie Bedeutung gehabt haben, die mir auch aufgefallen sind. Der eine Satz zum Beispiel, äh, wir sind das, was wir vergessen haben. Mhm. Ähm, ist das andere irrelevant, Täuschung, im Vergleich dazu unbedeutend? Also das, wir, was wir nicht vergessen haben. Woran wir uns erinnern, mhm. ist genauso wichtig. Ja. Ähm, aber ich glaube, wenn man nicht sie bei den Mäusen das Gehirn aufschneiden würde sondern unsere Seele aufschneiden würde mhm. Wer in den Spalten also in den Schnittwunden wäre das was wir vergessen haben und mhm. ähm, das, das leben wir die ganze Zeit wie das ungelebte Leben das mhm. leben wir ja mit ja. und ähm, sind im Grunde nicht vernünftig darauf ansprechbar mhm. Mhm. und das war, im Grund, war eigentlich auch der Reiz mich also Erinnerung ist ja immer sowas ähm, wenn man Literatur schreibt, dann ist man ja so ein Erinnerungsfetischist. Mhm. Uh, Erinnerung ist ganz wichtig mhm. und, ganz, und Kindheit und Erinnerung. Und ich Peter bin ja Osa, auch, wenn so. ich das sagen darf, hat vor kurzem ich ja hier in, in diesem ja. Saal. Ja. Ich, ich ja. Lass, Entschuldigung, ich will es ja. nicht rausbringen, aber das, das gefällt mir so, wenn zwischen den einzelnen Lesungen und Gesprächen dann sich Verbindungen, die Verbindungen ergeben, sind, ne? die man ja. vorher überhaupt nicht planen konnte. Der hat gesagt, Kunst ist immer Erinnerung und damit auch Literatur ist immer Erinnerung, Naja, da könnte man jetzt die Gegenthese sagen: Das, was eigentlich Kunst ist, ist das, was wir, ist vergessen. Also mhm. Äh, mhm. Rappt so am yeah, Vergessen yeah, entlang. Yeah. Ne? Mhm. Und ich war das so ein bisschen leid, dieses, so ähnlich wie damals ähm, bei der HU, die, Heil, die Heilige Rote Armee-Fraktion, Tabu. Erinnerung ist auch sowas, was so ähm, ja, so schnell heilig gesprochen wird. Und ich fand dann das Mittel, auf eine naturwissenschaftliche Art und Weise, als Laien mich diesem Thema noch einmal mhm. anzunähern, mhm. fand ich total reizvoll. Yeah. Also, um ja. aus meinem eigenen komischen Fetischismus rauszukommen. Ne? Mhm. Und der zweite Satz ist, wo sind die Erinnerungen oder meine oder mhm. deine Erinnerungen, mhm. äh, wenn sie nicht mehr da sind oder wenn man sie nicht mehr hat? Ja. Ist das diese naturwissenschaftliche Suche dann auch oder bringt die Erkenntnisse? <laughs> Also das ist ja, der, der Ansatz jetzt einfach vom Labor ist, ja. dass es eine Forschungseinheit ist, die sich mit Demenz und Alzheimer beschäftigt ja. und die nach Medikamenten suchen, um mhm. diese Krankheiten hinauszuzögern ja. oder vielleicht irgendwann sogar zu verhindern. Geht man mit diesen jungen Biologen mittags essen, ist das Thema plötzlich ganz was anderes. Mhm. Es, geht um, um, es geht um die eigene Einsamkeit, es geht... Mhm wenn Sie sonntags in Ihr Labor gehen, um noch irgendeine Forschungsarbeit zu beenden, wie darum, wie leer das Gelände ist und welche Projektionen Sie haben, auch wenn Sie aus dem Fenster schauen, auf dieses leere Universitätsgelände oder Krankenhausgelände. Und eigentlich sind diese, man denkt immer, das ist ein ganz anderer Menschenschlag, aber überhaupt nicht. War das überraschend, tröstlich, erstaunlich, schockierend? Ähm, freundschaftlich. Ja. Ich rede mich jetzt nicht raus. Mhm. War also, ja, ja. Ich habe gemerkt, dass mein Leben ein freundschaftliches Verhältnis zu dem Leben mhm. dieser Menschen hat, die eigentlich an etwas ganz anderem arbeiten. Mhm. Und damit war das auch ein sozialer Zusammenhang und das fand ich sehr schön. Ja. Mhm. Es gibt auch schöne Passagen äh, über die Frage, eben, die Sie erst schon angesprochen haben: Was ist Erinnern, was ist der Leben? Mhm. Inwiefern verschwimmt das Ganze? Inwiefern ist das? was wir uns zusammen konstruieren ja. über unsere angebliche Liebesgeschichte. Äh, Entschuldigung, das war schon der Blick auf, die, auf den anderen Inhalt, aber jetzt Lebensgeschichte. Ja. Beim anderen passt ja auch. Inwiefern ist das Konstruktion, inwiefern ist das Wunschdenken, inwiefern ist das natürlich auch völlig zufällig. Da sind wir wieder dort, wo wir gesagt haben, wir sind das, was wir vergessen mhm. haben, was wir nicht erinnern. Und das ist ja auch wirklich so, jetzt mal rein gehirntechnisch gesehen, mhm. die Schublade in der unsere Erinnerungen sind, mhm. ist durch eine kaum wahrnehmbare Membran getrennt von dem, wo, wo unsere unser Erlebenskapazität mhm. möglich wird. Mhm. So. Und das habe ich mal irgendwann in der Schule gelernt, aber es ist nie so nah an mich rangekommen, als ich es dann dort in diesem äh, auch mit diesem kodifizierten Sprechen der anderen noch mal mir anhören musste. Ist da schon eine Menge passiert auch und auch mhm. zum Beispiel eine Menge Tröstliches. Also mhm. wenn Erinnern und Erleben so nah beieinander liegen, dann ist ja das, was ich erinnere, auch das, was ich erlebe. Mhm. Und dann kann man so viele ungelebte Leben haben, wie man will. Mhm. Man erlebt trotzdem was. Ja. Das tut ja auch die Protagonistin. Ja. Die ist eigentlich ausgebildete Ärztin. Ja. Übt den Beruf dann aber nicht wirklich aus. Es wird angedeutet, dass sie wohl Scheu hat vor Patienten, vor dem Umgang mit Patienten mhm. und Patientinnen. Sie Und scheut davor zu versagen. Mhm. Sie hat eine ganz große Angst, sich aus dem Fenster sich zu lehnen, weil sie Angst dann, hat, ja. dass sie dann versagt. Mhm. Sie promoviert ja über ansteckende Gefühle, nicht? Also mhm. auch ja. ein, ein äh, Thema, mhm. das Sie fasziniert. Oder warum haben Sie diesen Titel gewählt? Ach, das hat, ist jetzt hat, ziemlich persönlich. Mhm. Ich habe eine, eine Freundin, die ist äh, Psychiaterin. Und mhm. die hat ihre, das ist ihre Promotionsarbeit. Aha, ja. Und sie hat in dieser Promotionsarbeit hat sie sehr viel mit Literatur gemacht, mhm. und auch mit literarischen Zitaten. Mhm. Und das, war wirklich, das, ist, das ist einfach so, ein, ein, eigentlich so eine dunkle Kammer, wenn Leute wie wir da reingehen, weil wir schon das ganze Vokabular nicht kennen. Mhm. War das einfach ein Anreiz, mich dann von, setz, von einem Satz zum anderen, den sie gesetzt hat, wo ich etwas verstehen konnte, zu hangeln. Und mhm. deswegen habe ich ihre Doktorarbeit ja, genommen. Ja. Ja. Aber es passt natürlich in den Kontext. Ja. denn es geht ja auch darum, wo der Sitz des Gefühls dann wiederum ist mhm. in diesem Gehirn, mhm. nicht? Oder ist das nur etwas, was man wissenschaftlich aus der Analyse des Gehirns ableiten kann? Oder ist das noch ganz was anderes nicht. Und wer sind wir überhaupt in mhm. unser Gehirn? Ja. 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 Hören wir vielleicht noch eine kleine Passage, so wie Sie heben. Erst, wie viel Zeit hm? habe ich denn noch? Sie heben die wir Hand. Haben noch. Ja. Ich, hebe, ich deute die es. Sie sagen nicht. Stopp. Genau. Gut. Ah, die Frau im grauen Mantel. Und sind Sie dort im Hotel in der Nähe des Amours? Ja. Und das Land, wie ist das so? Dreck, Staub, Kot und Gold und manchmal Marmor, sagt er. Jetzt wundern Sie sich, dass ein deutscher Ingenieur so spricht. Das mit dem Dreck, Staub, Kot, Gold und Marmor, sagt mein Kollege Sergei immer. Es verrottet unser Land, sagt er. Es ist das System, das verrottet. Ich selber bin immer erleichtert, wenn wieder Freitag ist. Samstags fliege ich zurück, aber am Freitag nimmt Sergei mich mit zum Wochenendtreffen seiner Freunde. Wir sitzen in einer Garage, trinken Bier und Wodka, jemand spielt Gitarre, die anderen lachen und singen dazu ich auch. Die Mechaniker, die schon zu DDR-Zeiten nach Chabarowsk kamen, können oft kein Englisch, ihr Russisch haben sie vergessen. Deswegen ist Tatjana, die Frau von Sergei, als Dolmetscherin mit dabei. Er zögert, dann fügt er an, Tatjana weint schnell und unterrichtet auch Yoga. Trägt sie einen dünnen grauen Mantel, würde sie gern fragen. Neulich ist Tatjana am Ende eines solchen Garagenabends vom Stuhl gefallen, einfach so. Nicht wegen zu viel Wodka, sondern vor Erschöpfung, sagt er. Man muss in dieser Gegend mit allem rechnen und das tue ich auch. Ich rechne dort mit allem. Auch ich könnte eines Tages vom Stuhl fallen. Sein Handy klingelt. Er steht auf und entfernt sich ein paar Schritte vom Tisch. Sie schaut ihm nach. Mein Gott, welche Kindheit hat diesen gelassenen Gang nicht unterdrückt und diese fröhliche Unbefangenheit gestattet, mit der der Mann da drüben in kürzester Zeit dieses Flimmern in Herz und Hirn bei ihr verursacht hat, ohne selbst etwas davon zu ahnen. Woran erinnert sie seine Gegenwart? Daran, dass sie sich einmal hat verlieben können? Und wenn es so wäre, was würde das jetzt ändern? Neben seinem Bierglas hat der Mann das Portemonnaie liegen lassen. Aus dem Fach für Geldscheine schaut der Rand einer Visitenkarte. Mit einem Ruck zieht sie sie heraus. Sturm steht da, Robert Sturm. Kenn ich, denkt sie. Sturm kenn ich. Doch wer hat nicht schon mal in seinem Leben einen Sturm kennengelernt? Sie schaut zu ihm herüber, er telefoniert noch immer, hat den Rücken ihr zugewandt und wippt in den Knien. Ob am anderen Ende der Leitung seine Frau ist oder eins seiner Kinder? Wie alt mögen sie sein? Ob es zwei Mädchen sind mit spitzen Gesichtern und Grübchen oder eher zwei Jungen, die sich ständig prügeln, weil das Häuschen, ein rein Endhäuschen zu klein für vier Personen mit Hund ist? Wie kommt sie eigentlich darauf, dass er in einem rein Endhäuschen wohnt? Sie steckt die Visitenkarte ein. Eine halbe Stunde später nimmt er das Flugzeug und sie fährt früher als sonst mit dem Bus zurück. Draußen ist August. Vladivostok, Chabarovsk, Novosibirsk. Die Städtenamen verbünden sich zu einem Rhythmus, der sich den Fahrbewegungen des Busses anpasst. Vladivostok Chabarovsk Novosibirsk. Nächsten Samstag wird er wieder in Tegel landen sie zieht die visitenkarte aus der hosentasche die anschrift seiner firma für kompressoren steht fettgedruckt vorn und auf der rückseite klein und kursiv die private der bus federt und ruckelt weiter durch eine erste dämmerung sturm robert sturm wo der wind ihn hingetragen ja das weiß kein mensch zu sagen wie kommen die zeilen in ihren kopf aus der erinnerung aus dem Vergessen? Egal, die zwei gehören eh zusammen wie Hefe und Teig. Sie legt die Schläfe an die Scheibe, als der Bus eine breite Straße entlangfährt, die wie eine Flugschneise über einen Kanal hinwegführt, krümmt sie den Rücken, zieht den Kopf zwischen die Schultern und versucht so viel Himmel wie möglich von ihrem Platz auszusehen. Schirm und Robert fliegen dort durch die Wolken immerfort und der Hut, Fliegt weit voran, stößt zuletzt am Himmel an. Strobulpeter. Richtig. Zeilen, die ich kenne, lange bevor ich lesen konnte. Ja, Sie haben gesagt, das sind so Passagen mhm. oder so kleine, oft natürlich durch Reime, durch Rhythmus gestützte, also durch das Klangliche gestützte Textfetzen, die ja. einen nicht mehr loslassen. Ja. Das hat auch mit Erinnerung zu tun. Das hat ganz viel mit mhm. Erinnerung zu tun. Und das hat auch, manchmal weiß ich so Sachen, zum Beispiel äh, jetzt als der Ostermontag war. Herr, bleibe bei uns, denn es will Abend werden und mhm. der Tag hat sich geneigt. Mein Gott, das kenne ich, da war ich so. Mhm. Und dann bleibt einem das im Kopf und es und knüpft sich vielleicht eine völlig andere Geschichte ja. drumherum und dann fällt mir auf, okay, das ist ja eigentlich immer mhm. aus. Ne? Damit arbeitet das Buch ja auch, dass Bezüge ja. drin sind auf Texte, die einem irgendwo nicht mehr aus dem Kopf gehen. Ja. Die sachliche Romanze von Erich Kästner, da mhm. gibt es eine ganze Passage, die immer wieder die berühmten Sätze oder eigentlich Verse umkreisen. Ist Kästner ein Autor, der Sie fasziniert oder das Gedicht nee. einfach hängen geblieben? Ja, das, das liegt daran, dass ich... Nee, 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 ich kenne ein paar Gedichte wirklich aus einer Zeit, bevor ich überhaupt lesen konnte, weil mhm. ähm, irgendjemand mir die vorgelesen hat. Und nochmal vor, mit kommen in ihre Liebe abhanden, wie anderen Leuten der Stock, Stock oder, oder der gut. Hut. Genau. Und das, das sind so tolle Zeilen, dass mhm. die bei so einem Kind das noch nicht selber lesen kann, sondern das verbindet auch mit der Stimme, die mhm. das erzählt, ja. ähm, dass die einfach hängen bleiben. Mhm. Und, ähm, und dann vielleicht auf eine Art, von der man selber nichts weiß, einen mit Erinnerungen anreichern, auch das Kind schon mit Erinnerungen anreichern, die man gar nicht selber hatte. Aber mhm. es kommt einem vor als ja, es die eigene. Ja. Ne? Ein anderer Name, der natürlich jetzt wieder auch in die Zeit hineinpasst, Wahl der Waffen, ist Rainer Werner Fassbinder, mhm. ein ganz großartiger Filmemacher. Da sind wir nicht mehr in der Literatur, wohl auch Literatur ja. geschrieben hat bekanntlich. Nicht einer der Filme, mit denen man ihn in erster Linie assoziieren würde, sondern Welt am Draht. Ja, äh, ja. Ist das ein Film, der Sie ganz besonders fasziniert? Da geht es ja auch darum, dass sich der Film damit beschäftigt, inwiefern das Wirkliche tatsächlich wirklich ist. Ne? Ja, und das Fatale ja. ist, ich habe diesen Film gesehen, da war ich 13, mhm. weil ich zu diesen Kindern gehört habe, die einen Fernseher im Kinderzimmer hatten, damit die Eltern nicht so viel Arbeit haben. Hatte ich so einen kleinen gelben Fernseher, der sah irgendwie so aus, als er sei ja kosmisch, der hatte auch solche runden Formen. Das und passt zum Film dann das schon wieder. Das passt total zum Film. Und dann habe ich, es waren mhm. zwei Folgen damals im Fernsehen, im ARD-Fernsehen, Welt am Draht gesehen. Und ähm, habe danach jahrelang, eigentlich glaube ich bis 96, 97, immer alle Leute gefragt: Habt ihr auch Welt am Draht gesehen? Das hatte mhm. niemand gesehen. Das heißt, in meinem Kopf war das so, als hätte ich nur den Film gesehen. Und, äh, dass dieser Film und diese ganze Filmhandlung beweist, dass es wirklich nicht wirklich gibt und dass ich eine Macke habe. Aber dann wurde der wieder aufgelegt. Den kann man mhm. jetzt ganz normal ja, ja, den kaufen. Gibt's wieder. Und das ist einfach, ein, das ist ein wunderbarer Film, den man auch versteht, wenn man noch keine Ahnung von Philosophie oder irgendwas mhm. hat. Ähm, wirklich ist vielleicht nicht wirklich. Aber wo leben wir denn? Mhm. In der Literatur, in der Vorstellung sind wir alle an Drähte geknüpft und jemand zieht dran und wir sind nur elekt elektronische Steuerung. Hm? Mhm. Ja. Da sind wir aber auch wieder bei dem Buch. Ne? Ja, und wir sind wieder bei den Rauriser Literaturtagen übrigens, ja. weil ich äh, gesagt habe, es gibt immer so plötzlich auftretende Verbindungen. Gestern hatten wir hier ein Gespräch mit Raffaela Edelbauer. In ihrem neuen Roman gibt es ähnliche Thematiken. Also, ich bin da immer fasziniert, wie dann von völlig unterschiedlichen Perspektiven und mit unterschiedlichen literarischen Mitteln die Themen dann wieder auftreten. Ein letztes Zitat ist mir eingefallen, wie Sie gerade vorgelesen haben. Ich habe mich erinnert. Ach. Auch aus dem Buch. Das sind so Sätze, die, die, die man sich dann merkt. Und die man aber nicht auswendig zitieren kann, weil sie doch zu komplex sind, darum muss ich es vorlesen. Ab jetzt kommt es nicht mehr darauf an, was man aus uns gemacht hat, sondern darauf, was wir aus dem machen, was man aus uns gemacht hat. Ja. Eine tolle Formulierung dafür, dass wir eigentlich nie äh, aus dem leeren Raum uns schaffen können und dass es einen Moment gibt, wo einfach das Leben, das wir bisher gelebt haben und damit natürlich auch die Erinnerungen und alle Sedimente, die sich da gebildet haben, die Basis dessen sind, was wir noch weiter tun können, oder? Ja, und was auch eine Zukunft hat. Also ja. ähm, das hat auch was, ich, je älter ich werde, umso mehr mag ich das Wort Trost. Mhm. Also das hat auch das was... Das hatten wir heute schon. Ja. Ne? ja das hatten wir ja. heute schon. Mhm. Das hat auch was Tröstliches. Und, ähm, und das ist auch so ein Satz, wo der Lektor mir nicht angestrichen hat, dass ich das Wort... Das Verb Wachen so oft benutze. Mhm. Ne? Ja, manchmal ist das Anders gut, wenn man so, wiederholt. Geht nur so schlicht. Ja. Ne? Sie wiederholen ja auch viel. Ne? Und das ist ja auch ein wichtiges Element des Erinnerns. Ja. also bestimmte Muster, bestimmte Scripts, würde Raphaela Edelbauer in ihrem Roman sagen, mhm. äh, die einfach eingeschrieben sind und an denen unsere Existenz sich entlang tastet, ja. wenn man so will. Aber wir sollten noch über etwas ganz anderes reden, denn was ich besonders faszinierend finde, ist ja auch dann immer, wenn. Literaten oder Literatinnen eigentlich ja zweigleisig künstlerisch tätig sind. Sie haben das Wort Tänzerin schon erwähnt und das habe ich noch nicht angeführt. Habe ich das schon gesagt? Ja, es ist vorgekommen, ich erinnere mich. Okay, gut. <laughs> Walderwaffen war ja Ihr erstes Buch, aber Sie haben ganz früh schon zu tanzen begonnen. Ja. Und das ist bis heute etwas, was geblieben ist, als ein zweiter künstlerischer Ausdrucksbereich. Also, also ähm, nicht so ganz. Ähm, ich glaube, dass man eine Tänzerin bleibt man sein Leben lang. Mhm. Das glaube ich mhm. schon, auch wenn man nicht mehr auf der Bühne tanzt. Ja. Das, weil das ma macht was mit einem. Das ist eine ein bestimmte Art von Menschsein oder auch ja doch Menschsein, dass man nicht mit so ganz vielen Leuten teilt. Mhm. Und ich mache jetzt. Ich habe bis 98 dieses eigene Tanztheater gehabt, mhm. ähm, was dann Scoronel, ja, genau, ja. was dann so ähm, in Berliner Ensemble aufgenommen wurde und dort aber dann schrecklich scheiterte, darüber reden wir jetzt nicht. Mhm. Also ging diese ganze Kompanie auseinander, 98, und ich habe jetzt... Ähm, das gibt es jetzt wieder, eine schöne Verbindung. Ich habe jetzt mein altes Ensemble, wir sind jetzt alle zwischen zwei, 52 und 76 zusammengeholt, zwölf Leute. Und wir machen noch mal eine Produktion zusammen, die heißt Die Erde ist gewaltig schön, doch sicher ist sie nicht. Und das Spiel hat ganz viel mit dem Jetzt zu tun, mhm. aber natürlich auch mit dieser Kraft, die wir aus dieser Vergangenheit, dieser mhm. Tanzvergangenheit ja. schöpfen. Und die Premiere von diesem Stück wird bei den ähm, Wiesbadener Literaturtagen sein, weil nämlich Peter Stamm uns eingeladen hat. Und das finde ich, das und das finde ich einfach, dass mhm. genau, also es sind ein Tanzstück, naja, so viel Tanzen tun wir nicht mehr, aber eine Tanzprodu eine Produktion mit ehemaligen Tänzern mhm. auf den Literaturtagen. Schöner kann man eigentlich nicht bestätigen, dass ein Mensch auch gern mal zweigleisig sein darf. Mhm. Wenn man in Deutschland Tanz gesagt hat, ja. dann war das Pina Bausch in einem gewissen Ausmaß. Ja. Das war ja für Sie auch eine faszinierende Erfahrung, haben Sie erzählt. Naja, mhm. Na ja, ich komme aus dem Ort nebenan mhm. und habe da mal vorgetanzt mit 15, <laughs> vergessen wir. Und, ähm, und es ist wichtig gewesen, weil das so eine... Ähm, noch nicht mal so sehr für den Tanz, sondern grundsätzlich eine, eigentlich eine ästhetische Erziehung war. Mhm. Also die Art, wie sie die Stücke, nachdem sie nicht mehr Repertoire gemacht hat, die Stücke montiert hat, wie sie mit ähm, Zufälligkeiten umgegangen ist und die in einen zwingenden Zusammenhang gesetzt hat auf der Bühne oder mhm. auch wie sie mit Synchronizität umgegangen ja. ist. Das war das ist eine ganz, ganz frühe ästhetische Erfahrung, die mhm. ich da gehabt habe und die ich nicht missen möchte. Mhm. Aber Sie waren dann im Ensemble von Johann Kressnik. Ich war bei Johann Kressnik. Das, das ja. ist ja ein, ein radikal politischer ja. Choreograf gewesen. Da habe ich mich damals sicherer gefühlt als mhm. mit diesem persönlichen, sehr, ja. sehr persönlichen Erzählen von Pina Bausch. Mhm. Ich wollte lieber was Politisches erzählen. Mhm. Ja. Und jetzt äh, choreografieren Sie? Äh, Gibt es da auch Texte, die Sie schreiben dafür? Sie werden es nicht glauben. Ich habe mhm. zum Teil die Tänzer, Tänzerinnen, es sind fast nur Frauen, Tänzerinnen mhm. schreiben lassen. Und da sind Texte dabei, wenn sie jetzt nicht alle schon so alt werden, die könnten sich hier in Rauris mhm. wahrscheinlich damit mhm. hervortun. Da bin das ich heißt, ganz sicher. Sie machen schon Vorschläge für nächste Programme bei den Literaturen. Ja, vielleicht kann man mal ein paar alte Tänzerinnen einladen. <laughs> ein schönes <laughs> Thema: Tanz und Literatur. Ja. Aber wir hören bitte noch einen kleinen Ausschnitt aus diesem Roman nachdem wir dieses schöne Gespräch geführt haben zum Abschluss. Ein ganz kleinen Ausschnitt. Ja, mir wäre es ein großes Anliegen, weil ich habe ja das ganze so eingebettet, das mhm. ist jetzt vielleicht etwas verwirrend, aber es ist mir ein Anliegen auch, wenn es verwirrend ist. Na, das Schöne an dem Buch und auch an Walder Waffen ist ja, dass es nicht schön linear chronologisch ja. erzählt ist, sondern dass es so funktioniert wie die Erinnerung und wie das Erleben, ja. nämlich auch einander überlappend und verwirrend. Ich habe ich habe versucht ähm Dinge, die aktuell passiert sind, während ich das Buch geschrieben habe, also kleine äh, Rand, Randbeobachtungen ähm, mit zu notieren, um zu sagen, das ist auch ein Material, aus dem Literatur entsteht und manchmal ganz kurzfristig. Mhm. Und das sind die Notizen aus dem Jahr. Und da wird man auch gleich jemanden wiedererkennen, der schon auf dem Flughafen aufgetreten ist. Und da lese ich einfach ein paar Notizen vor und dann. Vielleicht fürs Publikum, das ist immer zwischen eingeschrieben. Ja, so wie ein genau, genau. anders ja grafisch Schrift. gestaltet, um ja. abgehoben ja. zu sein. Ja. 23.12. Heute Nacht kommt eine junge Frau an mein Bett und stellt mir eine Flasche Bourjomi hin. Mineralwasser, das schon Brezhnev gegen seinen Wodka-Kater trank. Die Frau in meinem Traum würde gern etwas sagen, das sehe ich hier an. Sie zieht die Bettdecke zurecht, faltet einen Pullover, hebt meine Strümpfe auf, endlich sagt sie: so viel Schnee und so viel Licht im Dunkeln. Sie trägt einen dünnen grauen Mantel. Die ist nämlich vorhin schon über den Flughafen gelaufen. 30.12. Der Plan. Als sie 18 ist, verliebt sie sich in einen Mann, der 36 ist. Als sie 36 ist, verliebt sie sich in einen, der wie sie 36 ist. Und wenn sie 54 ist, wird sie sich wieder in einen verlieben, der 36 ist. Ich weiß das. Ich bin hier die Erzählerin. Die Männer bleiben 36. Was bleibt sie? Erster, erster. Dass ich früher einer Freundin dabei zugeschaut habe, wie sie Häuser besetzte, bis ich schließlich auch einmal einen Stein geworfen habe, erzähle ich einem Mann auf der Silvesterparty gestern. Er darauf, und ich bin in jenen Jahren Opel Kadett gefahren. Welche Farbe? Klatschmohn. Baujahr? 63, sagt er, so wie ich. Und soeben auf einer Bank im Tiergarten mit ihm, der mal Opel Kadett fuhr und jetzt immer noch raucht, gesessen, unter der Bank eine leere Flasche Rotkäppchen, Sekt und Hülsen aus einer Schreckschusspistole. Eine kickte auf den Weg, schaut mich nicht an, sondern in die Sonne, als erwarte er noch jemanden und sagt, wer beim Boxen kontert, wird nicht verrückt. Boxst du etwa? Ja. Verrückt, sage ich. Und? Wie soll die Frau vom Flughafen jetzt eigentlich heißen? Irmgard? Geht gar nicht. Nina? Auch nicht. Konstanze? Nein. Laura? Vielleicht. Möglich. Wie ich? Ich? Bis da. Work in progress. Und der ja. Roman ist daraus ja. ja, das kann man doch machen. Also dass das ja. einfach Eine klar schöne, ist, aus welchem Material mhm. auch Romane gemacht ja. sind. Ja. Ne? Judith Kuckert, vielen Dank für Lesung und Gespräch. Gerne. Meine Damen und Herren, vielen Dank fürs Zuhören und Zusehen. Und jetzt kommt noch eine tolle abschließende Einheit des heutigen Tages, eine Doppellesung. Michael Köhlmeier und Norbert Gstrein sind zu Gast. Der eine live hier im Mesnerhaus, der andere zugeschaltet. Schalten Sie sich auch bitte wieder zu. Wir freuen uns über Ihren Besuch. Vielen Dank, alles Gute.